mal ein Pferd getreten. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Creepjack, Donnerstag 17 Uhr und deutsche Unterhaltung auf Back to Warcraft und natürlich twitch.tv/florentinwill. Wir sind wieder zu dritt. Dem Slasher geht's besser. Hoffen wir zumindest mal. Ja, den Umständen entsprechend gut. Ich habe ja auf meinem letzten Stream am Schluss so ein bisschen die Hosen runtergezogen. Erste Woche Chemo ist rum. Jetzt habe ich erstmal Pause. Im Januar habe ich nochmal 10 Tage, die ein bisschen hart werden. Aber sagen wir es so, den Umständen entsprechend geht es mir eigentlich optimal, um das mal so auszudrücken. Und deswegen dachte ich mir, da kann ich auch ein bisschen mit euch hier Scheiße bauen. Ja, da kommt die gute Laune mit dabei. Wir wünschen dir natürlich alles erdenklich Gute. Jeder kann das nachgucken, wie er möchte. Wir werden dir zumindest ein bisschen moralisch unter die Arme greifen. Aber heute geht es ja nicht um uns so quasi. Heute müssen wir Florentin so ein bisschen unterstützen. Es geht um die Relegation. Ja. Florentin, Nerven. Ja, es wird langsam ernst. Heute in unserer wahrscheinlich letzten Folge des Jahres, in unserer Weihnachtsfolge, möchte ich natürlich euch ein großes Geschenk machen. Ich würde euch natürlich gerne mit einem Lächeln entlassen. Und das wird sich entscheiden, ob das funktioniert. Denn ich werde heute in die Relegation gehen. Letzte Woche haben wir noch Rätsel raten müssen. Heute ist es klar, ich werde heute mein Spiel spielen gegen niemand anderen als den guten alten FVB. Den Ork-Spieler, den ihr vielleicht auch kennt von seinem Stream FVB96. Das streamt er viel in letzter Zeit. Bedenklich viel, muss man sagen. Er ist gut vorbereitet und ich werde heute gegen ihn antreten und in einem Best of Three. Ich hoffe, es wird gut laufen. Ich bin gespannt und freue mich aber, denn ich freue mich, dass ich gegen ihn antreten darf. Mittlerweile ein unverzichtbares Community-Mitglied, der auch selber viele Sachen veranstaltet und ich möchte ihn nicht mehr missen und der Community von Creepjack, Creepcamp und seiner eigenen Community. Deswegen, ich werde heute gegen ihn antreten und ich hoffe, ich mache euch stolz. Ja, erstmal hast du mich schockiert hier. Was heißt denn hier letzte Folge des Jahres? Naja, nächste Woche ist der 23. Janis, da mache ich gar nichts mehr. Am 23. gar nichts. Da ist Jesus offiziell noch nicht geboren. Da mache ich nichts. Entweder Feiertag. Entweder ich stehe da schön in Skischuhen und Skiern irgendwie auf der schwarzen Piste oder ich liege in der Badewanne und trinke Glühwein. Aber alles andere ist nicht denkbar an so einem Tag. Du kommst gleich auf meine schwarze Liste. Du machst den Peon, du machst da schön hin und her in die Goldmine, in die Klickmine, jeden Tag hin und her. Aber ich mach da gar nichts. Ich glaube, er sucht auch nur eine Ausrede dafür, nicht mehr gegen mich antreten zu müssen. Ne? Seine Aussage war ja, dass er mich dieses Jahr noch schlägt bei Creepjack. Ja, Slash, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da einfach zu viel Respekt vor dir. Ich habe da vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen im Baum des Erfolgs und meine Leiter war vielleicht ein bisschen zu kurz. Und was mit dem 30.? Auch übrigens. Der 30. mache ich gar nichts. Mein wird schön geböllert. Schön hier wieder so einen schönen Böller in eine Flasche rein und schön Spaß gehabt. Verbot dieses Jahr. Ist verboten. Illegale Sachen hier mache. Florentin besorgt wieder illegales Zeug, habe ich gehört. So nenne ich. Hier haben wir noch was dabei. Florentin, du hast mich selten so enttäuscht, seit wir uns kennen. Mein Vorteil ist, dass ich dich nicht sehe. Das ist ein bisschen der Vorteil jetzt für mich. Nicht in ein trauriges, enttäuschtes Antlitz schauen zu müssen. Ja, ist eher das sauer. Wir heute hoffentlich nicht allzu oft sehen werden, denn ich hoffe, ich hole heute einen Sieg für uns und natürlich wirst du auch für uns einen Sieg holen. Vielleicht bin ich jetzt für RVB. Du, völlig in Ordnung, hätte ich nichts dagegen. Absolut guter Spieler, hat viel trainiert, sich richtig ins Zeug gehängt. Immer wenn ich mal auf Twitch unterwegs bin und gucke, sehe ich, der ist online, der trainiert, der ballert, der haut die Spiele raus und dementsprechend natürlich auch großen Respekt vor ihm. Wie sieht denn deine Vorbereitung so aus? Ich sehe hier relativ viele Valorant-Streams bei dir in letzter Zeit. Ja, ich habe versucht, dadurch mein Mikro so ein bisschen zu verbessern. Dadurch, dass du da ja, du musst ja also auf die Köpfe draufklicken, dachte ich, es wäre echt ganz gut, damit ich auch so ein bisschen mein Mikro verbessere für Warcraft. Ob das aufgeht, wird sich zeigen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich dafür relativ entspannt in das Spiel gehe. Ich gebe zu, ich stehe nicht im Training, ich stehe nicht im Saft, überhaupt nicht. Aber ich hoffe, dass dadurch, dass ich mich auf die Basics beruhen muss und gar keine super fancy Strategien vorbereiten konnte, ich auch so ein bisschen entspannter spiele, ruhiger spiele. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass ich es FVB auch wirklich gönnen würde, hier aufzusteigen, ist da auch wirklich kein großer Ehrgeiz dabei. Ich kann ganz entspannt spielen und ich glaube, das macht mich stark. Kein großer Ehrgeiz dabei. Was denn für eine Mentalität? Also FVB hat ja trainiert zusammen mit Pogi und den Ducklings. Hat ordentlich trainiert. Ich hab's gesehen, ja. Und Pogi ist auch bekannt dafür, mal gerne einen Tower Rush zu spielen, ne? So, also im Normalfall, ich sag jetzt mal, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen hier. Im Normalfall besiege ich FVB locker mit Off-Race. So, gegen Florentin hatte ich meine Probleme mit Main-Race.
Deswegen würde ich sagen, im Normalfall ist Florentin klar der bessere Spieler. Das darfst du jetzt gar nicht sagen. Aber, sowas darfst du jetzt gar nicht ankommen. Moment, hier, sowas. Aber, da du die letzte Zeit überhaupt nicht mehr gezockt hast und FVB trainiert hat wie ein Berserker, könnte das eine echt knappe Kiste heute werden, glaube ich. So. Ich hoffe, es wird eine knappe Kiste. Ich würde mich freuen, wenn wir ein paar schöne Spiele hier aufs Parkett zaubern. Und nur so Hardcore-Rushes, die ich dann einfach mit Tränen in den Augen nicht abgewehrt bekomme, das würde mich ärgern. Da würde ich ungern so in die Feiertage gehen. Das würde ich, glaube ich, noch mit bis zur Silvesterparty nehmen und unnötig oft erzählen, dass ich hart getower-rushed wurde von diesem FVB. Wird schade. Wir müssen noch ganz kurz auch die Maps machen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert in diesem Best-of-3-Relegationsspiel, weil wir ja nicht die Webseite benutzen, oder doch? Nicht mal das hat er vorbereitet. Worum geht's ja eigentlich noch mal kurz? Für Leute, die jetzt nicht ultimativ bis zu den Eiern im Creepjack-Kosmos drin hängen. Florentin Will, unser aller Held auf der rechten Seite dieses Broadcastes, der sich gerade mit seinem Gesicht ein bisschen aus dem Fenster... ja, da ist er. Wunderbar. Ja, so sieht's aus. Oh, schön. Kannst du dich streicheln. War in der Liga 4C und ist da Zweiter geworden. 3 Punkte hinterm Ersten, aber hat Sexy Banshee hinter sich gelassen. Dementsprechend Aufstiegschancen in die Liga 3. Slash, du warst ja in Liga 2. Wie ist denn das so gelaufen? Ja, nicht so optimal. Sagen wir mal so. Ich muss aber auch sagen, dass diese Saison echt irgendwie motivationstechnisch schlecht dran gewesen wäre. Aber auch selbst wenn ich hochmotiviert gewesen wäre, hätte ich da, glaube ich, trotzdem schlechtere Chancen gehabt. Wahrscheinlich hätte ich 1-2 Maps mehr holen können als nur eine in der gesamten Season. Aber dennoch wäre es auch dann mit dem Klassenerhalt ein bisschen knapp gewesen. Aber ja, ich bin abgestiegen von Liga 2 in Liga 3 in einer sehr harten Liga mit vielen Elfen. Das heißt ja, du bist nächste Season in Liga 3. Das ist korrekt. Wenn der Florentin... Der ist ja jetzt in Liga 4 gewesen und hat die Chance zum Aufstieg. Das heißt, der könnte ja auch in Liga 3 sein nächstes Jahr. Ja, könnte er. Das heißt, ihr könntet euch ja treffen. Das wäre theoretisch möglich. Ich weiß, ich glaube, ihr euch 4 Liga 3s, ne? Da müssen wir dann natürlich noch die Auslosung so ein bisschen fälschen. Aber das ist ja kein Problem, das kriegen wir schon hin. Und dann könnte da das klappen, wenn er denn heute gewinnt. Ne? Zumal... Also, das ist ja auch noch nicht gesagt, ne? Der einzige, das ist ja nur ein Schritt voraus. Wenn ich jetzt heute tatsächlich gegen FVB gewinnen sollte, dann muss der Gewinner ja nochmal gegen den Vorletzten antreten. Aus der höheren Liga. Sehe ich das richtig? Oder ist es dann durch? Admin? Nee, warte mal. Link ist doch da, der ist doch Admin bei dir in der Liga, oder? Nee, ich glaube, es ist wirklich so. Der Gewinner von uns, also ich bin hier gerade bei creepcamp.de/rules, da heißt es, der Gewinner von Martin versus Gustav, also das spielen wir heute, die beiden Zweitplatzierten aus den unteren Ligen spielen gegeneinander, müssen dann nochmal gegen den Vorletzten aus der höheren Liga gewinnen, um tatsächlich aufzusteigen. Aber kompliziert hier. Das ist wirklich kompliziert. Aber um die Chance zu erhalten... Dass Florentin und Slash in einer Liga sind. Ja, muss er heute gewinnen. Muss er gewinnen. Ja, das steht fest. Hier, der Pischner, der hat anscheinend Ahnung. Der sagt, es gibt keinen aus der höheren Liga wegen Aussteiger. Gibt doch schon den Rehle-Plan. Oh, wow. Hast du wieder nicht gelesen, ne? Das heißt, ich gucke da immer in den falschen Channel rein, aber es kann gut sein, ja. Um mal hier ein bisschen Druck aufzubauen hier. Heute geht es nämlich um alles, ja? Herr Will. Die sind hier quasi das Rückgrat der gesamten Community und alle wären schwer enttäuscht, wenn hier heute nicht mindestens 1-2-0 folgt. Alle. Und das sind Tausende. Ja. Richtig. Guck, da ist er ganz ruhig. So, ich muss jetzt ganz kurz gucken, wegen den Maps. Ja. Dann bedanke ich mich mal kurz. Bei bedanke dich. Mach mal gerne. CKM.de für ein Jahr Submarino. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Sub-Emote. Und Tsuyogu. Dankeschön für den Tier 1 Sub. Und Florentin ist immer noch busy. Slash, was geht denn so in deinem Streamerleben ab? Was hast du in letzter Zeit gemacht? Was war zum Beispiel auch, was ist denn momentan so montags los bei dir? Ja, montags ist eigentlich immer vergeben jetzt in letzter Zeit. Denn wir haben ja erneut das Home Masters gestartet. Diesmal in Zusammenarbeit mit Iyama, die wunderbaren... G-Star-Monitore herstellen, die Gamer-Monitore von Iyama. Ja, die haben mit den Playing Ducks zusammen ein Turnier in die
Wege geleitet quasi, wo man immer montags mitspielen kann. Jetzt kommenden Montag auch wieder, das ist das dritte. Wir haben zwei Turniere hinter uns. Jetzt beim letzten hatten wir ein fantastisches Finale mit X-Dot gegen Starbuck, was ziemlich geile Games waren. Falls ihr die verpasst habt, lohnt sich vielleicht da sogar nochmal ins VOD reinzugucken. Und ja, jetzt kommenden Montag gibt es das Ganze wieder. Wir hatten bis jetzt beim ersten Mal 80 Anmeldungen, beim zweiten Mal hatten wir über 50 Anmeldungen, was ziemlich geil war. Ich hoffe, dass wir beim dritten Mal wieder ganz gute Anmeldung haben, nämlich jetzt kommenden Montag am 20. geht's wieder los. Ihr könnt dabei sein. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ich bin viel zu schlecht, ich fliege in Runde 1 sowieso raus, das macht überhaupt nichts, denn auch dann könnt ihr was gewinnen, denn wir haben natürlich an alle gedacht. Alle Leute, die in Runde 1 oder 2 aus dem Turnier rausfliegen, kriegen immer ein, nee, nicht alle, aber die haben die Chance, warum? Haben die Chance auf ein Goodie. Dieses Mal sind sogar zwei Goodies wieder. Beim allerersten Turnier haben wir einen Grillabend verlost mit Eisi und mir und einen Pullover. Beim zweiten Mal gab es zwei T-Shirts. Und jetzt beim dritten Turnier gibt es Playing Ducks Tassen zu gewinnen für zwei Leute, die dort in Runde 1 oder 2 rausfliegen. Also wenn ihr sagt, ich bin schlecht genug, ich bin zu schlecht, ich kann nichts gewinnen. Doch, könnt ihr. Ihr müsst einfach nur dabei sein und schon habt ihr die Chance auf eine von zwei Tassen, wenn ihr da rausfliegt. Also meldet euch an. Beim Ganzen, das findet ihr unter playing-ducks.com. Da gibt es das zu finden. Und umso mehr Leute dabei sind, umso geiler. Und ja, jetzt am Montag das zweite. Am 27. gibt es dann das dritte Turnier. Übrigens für die Leute, die sagen, ich kann das gewinnen, ich habe genug Skill dafür. Da gibt es nämlich auch immer für den ersten Platz 50, für den zweiten 30, für den dritten 20 Euro zu gewinnen. Und Punkte. Umso weiter ihr kommt, für jede Runde, die ihr weiterkommt, sammelt ihr Punkte. Und nach den vier Turnieren, den ersten vier Turnieren, werden alle Punkte zusammengerechnet. Und die 8 Spieler mit den meisten Punkten werden dann ins große Finale eingeladen am 10. Januar, wo die Top 8 gegeneinander antreten. Und wenn ihr es dahin schafft, habt ihr schon mal 10 Euro sicher, denn selbst Platz 8 bekommt da schon mal 10 Euro. Dann geht es preismäßig immer weiter höher bis hin zu Platz 1. Der gewinnt 250 Euro und die Top 3 bekommen auch nochmal einen von drei wunderbaren IAMA-Monitoren im Wert von zusammen auch nochmal über 1000 Euro, die man da gewinnen kann. Also lohnt sich definitiv mitzumachen und das Ganze wird halt immer gecastet von mir. Nicht auf meinem Channel, sondern auf dem offiziellen Playing Ducks Channel, der da lautet PDuxTV, also PDuxTV auf Twitch. Immer montags ab 19 Uhr gibt es das Ganze. Boom, gut. Was ein Monolog. Sind Sie denn jetzt fertig, Herr Will? Wir sind da, Spiel ist offen, wir sind bereit fürs erste Match. Gehen wir der gewohnten Namenskonvention nach, mit Zahl am Ende. An der Stelle noch mal ganz kurze Übersicht. Alle, die jetzt gerade bei mir auf dem Stream zuschauen, bei Florentin Will, die haben die Möglichkeit, jetzt ab jetzt die Caster-Perspektive zu sehen auf Back to Warcraft. Da casten das Spiel gleich Slash und Jannis. Bei mir gibt es nur die First-Person-View ohne Caster-Perspektive. Also auch fürs VOD gilt, falls ihr da die Caster-Perspektive sehen wollt, dann geht zu Back to Warcraft. Das habt ihr jetzt also die Möglichkeit, selber zu entscheiden, welche Perspektive wollt ihr sehen. Wollt ihr beide sehen? Wollt ihr hin und her switchen? Alles ist möglich. Und so habt ihr jede Möglichkeit, dieses fantastische, hoffentlich nicht nach 7 Minuten zu Ende gehende Spiel zu verfolgen. Genau so. Andersrum, natürlich gilt es auch für uns, wenn ihr lieber die First-Person-Perspektive habt, dann rüber zu twitch.tv/florentinwill. Einfach auch mal multi-twitchen. Einfach auch nochmal mit dem Handy rein. Natürlich nicht mit derselben IP, dann zählt es nicht als Zuschauer. Einfach auch nochmal dem Hund das Tablet hinlegen. Vielleicht. Aber gut, dann machen wir jetzt einfach weiter. Ich habe noch mal einen kurzen Plug, bevor wir hier ins Game gehen. Denn dein Gegner, Florentin, der FVB, der veranstaltet den Bro Cup. Und das, wenn du so faul bist, arbeitet der gute Mann. Am dritten Weihnachtstag quasi, 27.12. 15 Uhr, ein Turn-2-Turnier zusammen mit seinem Bruder Corbinian. Anmeldungen darüber auf Challenge. Und es gibt dann so die Regelung, wenn es man meldet sich solo an, quasi. Und gute Spieler werden mit einem schlechten Spieler zusammen gematcht. Also ein Spieler mit hohem MMR, mit einem Spieler mit niedrigem MMR. Also gibt es so ein bisschen Coaching. Der eine erklärt und carried, der andere versucht sein Bestes, das nicht abzufacken. Sehr coole Aktion, Bro Cup 2021, 27.12. 15 Uhr, Shoutout FVB und Corbinian. Ja, bei mir im Stream seht ihr es auch gerade, sei ein Bro. Natürlich alles zu sehen bei FVB 96. Schaut da auf jeden Fall zu. Am 27. noch was zu tun. Du spielst mit? Ja. Aber als großer Bro oder als kleiner Bro? Das kommt drauf an, wie viele sich anmelden. Also ich bin jetzt aktuell bei 1600 MMR und dann werde ich halt zugelost. Für mich ist Slash immer ein großer Bro. Ja, für mich auch. Sehr schön. So. Wollen wir ins willst du jetzt hier starten oder wollen wir noch mehr reden? Nee, ich bin bereit. Ich auch. Aber was heißt bereit? Ich bin anwesend.
Lass mich kurz gucken, ob meine Tastatur funktioniert. Gut. Alles klar. Ich bin gespannt. Ich wünsche mir ein schönes Spiel. Um das ganz kurz vielleicht euch mal vorzugreifen. Die erste Map wird Last Refuge sein, weil ich vergessen habe, dass sie existiert. Ansonsten ist mein Loser's Pick Autumn Leaves und sein Loser's Pick Concealed Hill. Also das sind die Maps, die wir noch sehen könnten. Wir fangen auf dieser Map an und dann, je nachdem, wer gewinnt und verliert, geht es weiter. Es ist ein Best of Three. Man muss zwei Maps holen, um dieses Match zu entscheiden. Ich wünsche dem guten FVB alles Gute und von daher würde ich sagen, können wir einsteigen. Seid ihr soweit auch bereit? Good luck, have fun. Ich hoffe, auf der Map deliverst du mehr als hier im Vorfeld. Okay, alles klar, gut, ich versuch's. Los geht's, ich mute euch ab jetzt, haut rein. Weil ich vergessen hab, dass sie existiert, ja. Alter. Ja, aber guck mal, das? 100 MMR mehr hat er, 100 ja. MMR mehr. Also wenn da nicht einer der Favorit ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Es ist ein deutlicher Favorit zu erkennen, also zumindest auf dem Papier. Aber Florentin, du weißt es, ist es immer so eine Sache, Nerven, Tagesform. Ich habe vergessen, dass Last Refuge existiert. Ich bin nicht zuversichtlich, / ich bin gar nicht zuversichtlich. Er macht das 2-0. Ich sag 2-0 für Florentin. Okay, ich sag 0-2, weil jetzt kommen irgendwelche Cheese-Strategien, die Florentin nicht ab kann. Der muss heute sein A-Game bringen. Ich hoffe, der Chat motiviert ihn ein bisschen mehr, als ich das getan habe. Weil, also, was soll man dazu? Was soll man denn dazu sagen? Auch noch mich, also. Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt schon, was es wird. Denn er hat mit Pogi trainiert und ich glaube, wir werden Farsia Grunt sehen und dann einen T2 Tower Push mit der Naga. Und es wäre, glaube ich, sehr wichtig, dass Florentin es schafft, den abzuwehren. Weil wenn der durchkommt, wird dasselbe in Game 2 nochmal passieren. So viel sage ich schon mal voraus. Wenn Florentin den abwehrt, dann wird FVB nervös. Dann klappt nämlich das nicht, was er trainiert hat. Und dann weiß er nicht mehr, was er machen soll. Deswegen ist das, glaube ich, sehr wichtig. Ja, da sehen wir es. Farsia Grunts. Und ich glaube, das wird die Strategie werden. Das ist nämlich das, was Pogi ihm gezeigt hat. Na gut. Ist das eine zuverlässige Quelle? Wenn man sich irgendwo darauf vorbereitet, sollte man da auf Pogi hören? Weil ich habe ja gehört, der ist ehrenlos. Ja, der ist eher los, weil er seine Wettschulden nicht begleicht, das stimmt allerdings. Aber Pogi hat den ja auch nicht einfach so mal rausgehauen, sondern Pogi hat das von unter anderem Scars und der hat damit so Leute wie Colorful oder Remind besiegt. Aber meinst du nicht, das ist bei einer Strategie so ein bisschen wie mit Stille Post? Je öfter die weitergegeben wird, desto mehr Blödsinn streut sich da ein und desto schwächer wird die Strategie? Das kann natürlich passieren, ja. Ich glaube auch nicht, dass ein FVB diese Strategie auf dem Level durchziehen kann, wie sie Scars durchzieht jetzt unbedingt. Aber der Gegner ist halt auch ein anderes Level, ne? als bei einem Scars oder einem Pogi. Das muss man halt auch sagen. Korrekt. So, Florentin. Er hat ja mit einem Keeper of the Grove eigentlich so einen Held, der Tower Rushes ganz gut abwehren kann. Da gibt es Treants als Summons. Da hat man auch unendlich viel Mana quasi. Und Entangle, um mal einen Worker rauszunehmen. Verdammt nochmal, Engine of War denied. Das ist schlecht, weil besonders wichtig ist, dass er möglichst schnell auf Level 2 kommt, dass er einen Entangle hat. Denn jetzt gleich geht das Harassment schon los. Das Ziel von FVB in dem Fall ist es eigentlich nicht, irgendwas zu killen, sondern nur möglichst Florentin auf Trab zu halten und vor allem die Moonwells leer zu bekommen. Und Florentin braucht schon eine sehr frühe Hunter's Hall hier gerade und muss jetzt aufpassen, hinten in seine Base zurücklaufen und gucken, dass er die Wölfe kriegt. Was FVB gut macht, ist die Wölfe zu splitten, dass eben kein Detonate kommt, dass beide Wölfe killt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier mit Florentin abgeht. Jetzt haben wir uns auch schon mal die Brokkolis, die Wisps ein bisschen raus. Die Wölfe jetzt zusammen. Jetzt können da detonaten. Er summit die Treants, aber er macht da nichts mit. Florentin, benutze deine Units. Aber gut, das Detonate hat funktioniert, damit die Erfahrung gekriegt und einen Schritt näher an Level 2 hätte er jetzt mal diesen Trapper gehabt. Neue Treants, diesmal benutzt er die auch. Wölfe wieder gedetonated, aber diesmal nur gegen einen. Und wieder steht da ein Treant einfach rum. Wieder nutzt er nicht hier seine kompletten Units, läuft jetzt ein bisschen weg mit dem Keeper und kassiert eigentlich jetzt schon zu viel Damage am Anfang. Hat auch schon Archer verloren, geht jetzt auf Huntress gegen FVB. Ob das die richtige Entscheidung ist, wage ich zu bezweifeln. Denn der kommt schon mit dem dritten Grunt. Was FVB fehlt, ist der offensivere Shop. Der muss noch kommen hier, um diesen Tower schön zu kriegen. Da hinten sehen wir schon die Wurmel, die hochgezogen wird. Keeper und fast surrounded. Ja, der muss irgendwie Level 2 bekriegen. Auch so ein zweiter Engine of War, aber ganz gut. Fast der Surround, jetzt der Grunt Block. Kommt er nochmal ran, gerade so ans Moonwell. Freunde, wir sind hier auf das Messerschneide. Sehr wackeliges Early Game von Florentin.
der auch Tauntin hat so viel schon detonated, der ist immer noch T1. Der geht ja gar nicht in den Tech rein. Nee. Town Portal jetzt auch, kein Moonwell mehr. Ja. Und es reicht. Er braucht noch nicht mal Tower, der FVB. Einfach drei Grunts und der Fast hier, das reicht. Also, das ist alles andere als souverän gespielt von Florentin. Da merkt man, dass er schon lange nicht mehr gezockt hat und überhaupt nicht in Shape ist. Und das war's schon. Das war's schon. 1-0. Das war's schon. Ja, das ist genau das, wovor ich Angst hatte. Der schnelle Rush, da bin ich einfach nicht gut drin. Aber ich glaube, jetzt bin ich besser vorbereitet. Wir haben Autumn Leaves als zweite Map. Gut. So, ich bin schon drin. Muss mal kurz neu starten. Ja, der Chat schreibt's hier schon gerade. Red Shoe Hard schreibt's. Desaster, sagt er. Nee, aber völlig richtig. Ich meine, das Ding ist, FVB kennt mich ja auch sehr gut. Und er weiß, glaube ich, auch mittlerweile ganz genau, dass früher Druck gnadenlos genau das Richtige für mich ist. Ist einfach zu viel Stress. Bin nicht gut genug drin, nicht souverän, um da genau zu wissen, was los ist. Und so gewinnt er gut. Ja, hat er gut gemacht. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt nochmal dasselbe sehen werden. Warum soll das ändern? Hat ja wunderbar geklappt. Aber ja, ich weiß, vielen Dank auch, aber es ist halt oft der Stress einfach, ne, der da überhand nimmt. Aber mal schauen, wie es läuft. So, von mir aus können wir loslegen. Der Janis ist schon am Boden zerstört hier. Er sagt gar nichts mehr. Ach Quatsch, Leute. Damit muss man rechnen bei mir. Da muss immer eine Map sein, die so fällt. Das gehört einfach dazu. Ihr seid bereit? Let's go. Ja. Okay, let's go. Also wenn der jetzt nochmal da so drüber fährt, ne? Dann brauchen wir gleich noch ein weiteres Spiel irgendwie. Jo, dann müssen wir irgendwie gegeneinander spielen oder so. Oder ich spiele gegen FVB oder irgendwas, ich weiß nicht. Ich bin ja abgestiegen dann und er aufgestiegen. Dann können wir ja mal gucken, ich gegen FVB, dann kann er sich mal vorbereiten, wie es in Liga 3 abläuft. Jo, have fun damit. mal gucken, ob der Gute noch Zeit hat, ansonsten spielen wir gegeneinander. Ja, ich wollte da nicht so viel sagen, weil, also, das ist ja einfach seine Schuld gewesen. Ja, klar. Also, und keine andere. Das hat auch nichts mit Rushen zu tun oder so. Das war einfach ein bisschen dämlich und schwach gespielt. Ja, also, ich weiß nicht, Florentin war jetzt seit einer Woche, also seit der letzten Ausgabe nicht mehr, da hat er auch gar nicht gespielt, ne? Ihr habt ja nur gecastet. Mhm. Ja. Übrigens, ihr habt das komplett falsch gesehen mit den Grunts und mit den Schulterpolstern, ne? Ich hab mir das ja angeguckt hier. Ja, was haben wir denn da jetzt kommt? Das hat ja folgenden Grund. Ork ist ja generell zu schwach. So. Das heißt, die haben die Panzer der Schulter natürlich auf der Seite, die sie haben müssen, wenn sie vom Gegner weglaufen. Ja? Und deswegen ist das natürlich vollkommen richtig, dass sie das auf der linken Seite haben. Ja, gut. Das macht natürlich viel Sinn. So habe ich das nicht betrachtet. Ja, da fehlt natürlich dann die Ork-Expertise in so einer Unterhaltung. Richtig, so, das wollte ich nur mal klarstellen hier zur letzter Woche. So, das war ein schöner Wine. Den erlaube ich dir. Gut. Wir sehen übrigens eine kleine Änderung, denn dieses Mal scheint es doch Headhunter zu geben von FVB. Also nicht nochmal dieselbe Strategie, sondern er versucht ein bisschen anders hier. Okay, das sollte natürlich auch wieder auf frühen Druck hinauslaufen, aber vielleicht kriegt Florentin dann mal so ein bisschen Motivation, indem er mal so einen Headhunter killt irgendwie. Wäre schon mal ein Fortschritt im Gegensatz zum ersten Match. Ich glaube, da obwohl ein paar Wölfe hat er bekommen, aber das war's dann auch. Ja gut, Summons zählen ja nicht als Units in der Warcraft-Welt. Von daher, FVB einfach drüber gefahren, ohne eine Unit zu verlieren. Das schon deutlich. Aber gut, wenn jetzt schon mal der Creep nicht verloren geht, dann haben wir ja schon was gewonnen. Da haben wir eine Steigerung zum vorherigen Spiel, das stimmt allerdings. Dann gucken wir mal, ob er das jetzt schafft. Ah, er schickt den AOW zumindest mal ans Bäumchen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also, Item ist auch gedroppt. Gloves of Face könnte besser sein, könnte schlechter sein. So. Und verliert zwar einen Brokkoli, aber kein Damage auf dem kein Damage auf dem Keeper, kein Damage auf dem Archer. Das war doch ganz in Ordnung jetzt. Findest du? Ich bin ja normalerweise nicht der kritischste Typ, ne? Aber Focus Fire auf den Creeps war überhaupt nicht gut. Dann den Treant verlieren. Auch nicht gut. Also Trien verloren, das kann man schon mal. Also im Vergleich zu davor haben wir auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Jo, das ist korrekt. Das ist so, was soll ich sagen? In der Zwischenzeit haben wir einen T2-Tag bei FVB. Florentin muss natürlich ein bisschen
defensiv spielen, hat wieder kein Entangle. Ist natürlich noch auf, die, auf Level 2, hat aber seine zwei Wisps übrigens gesaved. Die hat er ausgetauscht mit der Goldmine. Also da hat er nichts verloren hier gegen den Wolf Harass LVB. Und der muss sich jetzt erstmal so ein bisschen zurückziehen. Florentin versucht dann noch so den Block. LVB schießt die Creeps an sogar noch. Damit diese jetzt hier mit eingreifen ins Ganze. Schmeißen nochmal einen Endsnare auf den Trillion drauf. So. Und oben geht's nochmal auf die Headhunter. Aber ja, LVB bleibt offensiv. Er bleibt in der Nähe des Gegners. Zwei, drei Headhunter kommen dazu. So ein bisschen Hit and Run. So ein bisschen Kiting versucht er jetzt hier gerade. Kriegt aber auch Damage auf den ersten Headhunter. Und solange der Keeper noch nicht Level 2 ist, kann er das durchaus so spielen. Jo. Sehe ich auch so. Bisschen Hit and Run. Bisschen zurückziehen. Und einfach warten, bis Tier 2 durch ist. Die Geschwindigkeit vom Tier 2 Tech relativ gleich. Diesmal Florentin also einiges an Wisps gesaved. Dementsprechend mehr Holz. Und wir haben eine Donation. Danke, Gockel. Jan ist auch beim Bro Cup dabei. Muss ich leider passen, da habe ich einen WCL-Cast. Ich bin auch. Also, ich spiele mit auf jeden Fall. Fängt ja 15 Uhr an. 19 Uhr ist dann das Homemasters allerdings am selben Tag. Ja, bis dahin hast du alle rasiert. Ja, wollte ich gerade sagen, bis dahin haben wir schon gewonnen. Drei Archer jetzt am Start bei Florentin. Okay. Wieder eine Hunter's Hall, diesmal aber kein Switch auf Hans. Noch kein zweites Engine of War, noch kein Expansion. Also sollte es hier wohl wieder Richtung Dryads und, so wie ich Florentin kenne, Mountain Giants gehen. Er hat jetzt 6 Headhunter und mit 6 Headhuntern kann man eigentlich so gut wie alles außer die Red Spots hier auf dieser Map ganz gut creepen. Warum sind es eigentlich immer 6? 6 ist so die Zahl, dann kommst du genau mit dem Gold hin für ein Second Hero und T2 Gebäude. Und der Damage Output ist auch eigentlich wunderbar, um hier, wie gesagt, die Orange Spots zu creepen. Ja, ich dachte, du magst die Zahl als alter Metalhead. Ah, vielleicht auch. Aber trotzdem sind so 6 die magische Zahl, die man hat, eben um. Also, wenn du einen mehr baust, dann ist der Second Hero delayed oder dein T2 Building. Dann hast du dafür nicht mehr genug Gold. So, wir haben endlich Entangle und die Wucherwurzeln. Die machen hier schon ein bisschen Ärger. Den Headhunter wird er wohl kaum kann er saven. Yikes! Also jetzt haben wir 3 angeschlagene Headhunter. Dagegen kauft man sich einmal eine Heal Self und dann ist das alles wieder in Ordnung. Könnte man tun, dann bleibt hier allerdings trotzdem drin stehen, LVB. Einen Headhunter hat er auch noch dabei, den anderen hat er zurückgeschickt. Und Florentin hat hier ordentlich Archer mit dabei und könnte jetzt eigentlich, ja, wenn er denn Level 3 wäre, schon mal den Push starten. Ist nämlich auf Tier 2 angekommen. Second Hero kann er sich jetzt durchaus mal holen und dann mal gucken. Jetzt ist nämlich so die Phase, wo er dann ruhig mal einen Fight eingehen kann, auch solange der Orc Second Hero noch nicht da ist. Der wird jetzt noch produziert. Das ist jetzt auch ein Tief-Ten. Und die Spirit Lodge kommt als T2-Gebäude. Also wahrscheinlich Schamanen. Florentin steht in der Mitte. Gleich dann der Second Hero an der Taverne. Es wird wohl der gute alte Oh, Panda! Ja. Hat er kurz mit dem Alchemist gerechnet. Aber gut, Panda geht natürlich auch immer gut mit Drunken Haze, Breath of Fire. Und killt er die erste Unit oder geht's an die Creeps? Es war knapp, aber da hat er den ersten Headhunter gekillt. Okay, vielleicht gibt's ein bisschen Momentum. Genau, und jetzt holt er sich zack direkt den zweiten. Und jetzt ist nämlich das die Phase, wo der Elf so ein bisschen die Überhand bekommt hier in dem Matchup. So, nächster Headhunter ist down. LVB zieht sich ganz tief in die Main zurück. Jetzt kommt der nächste Entangle, der reicht natürlich nicht ganz. Warstorm nochmal rausgehauen. Den hat er ein bisschen zu viel rausgehauen, hätte er sich sparen können, die 75 Mana. Ich glaube, da geht es auch viel um Respekt. Respekt und einfach mal den Standpunkt klar machen. So, geh nach Hause, Freundchen. Ihr habt keine Lust. Aber hier. Guck mal, ich kann Biowaffen einsetzen. So. So. Okay, Florentin kriegt jetzt auf der Seite von FVB. So wird zum Thema Standpunkt. Jetzt wird hier Revier markiert. Und bringt aber noch nicht so viel. Creepjack. Ah, da kommt er von hinten. Den Kampf kann Florentin. Ah, okay, der Keeper ist sehr low. Muss er aufpassen, dass er nicht gestompt wird. Gerade rechtzeitig. Kriegt nochmal ein bisschen Damage, aber kein Kill. Fast den Headhunter mitgenommen. Okay, das sieht alles um einiges besser aus als vorher. Zweiter Ancient of War plus Lore. Mountain Giants bei und Archer. Mountain Giant und Archer. Also ganz oldschool unterwegs jetzt heute, ja? So. Seine sonstige Strategie. Die hat ja eine ganze Zeit lang immer so die Kevin Mastriaden-Strategie gespielt gegen die Headhunter, womit er ganz gut gefahren ist. Warum er davon jetzt abweicht, weiß ich nicht so ganz. Der AOW muss erstmal gecancelt werden. Oben muss er aufpassen hier auf seinen Keeper. Der steht nämlich wieder gefährlich weit vorne drin.
God of Speed gezündet von LVB, da kommt reingerannt mit dem PC und haut hier einen Warstorm rein. Oh no, da ist kein TP mehr, da sind auch sonst keine Potions. Er muss weg, er muss sofort weg. Archer fallen überall, aber ansonsten, wieder, ich hab so Angst um diesen Keeper. Ja, der kommt aber nochmal weg. Der TC ist noch Level 1, der Fasia nur Level 2. Das geht noch einigermaßen. Keeper kommt zurück an die Moonwells, hält sich jetzt wieder hoch. So, jetzt haben wir den ersten MG da. Keeper auch wieder Full Hitpoints, Full Mana. Mountain Giant sei Dank. Und jetzt gucken wir mal, was Florentin hier weiter so plant. Kauft sich direkt noch eine Clarity Potion. Use die auch direkt. Und jetzt ist auch der Stuff da. Also, Damage Output der Archer plus Tankiness der Mountain Giants. Das wird der Plan sein, den er hier fährt. Was so ein bisschen fehlt, ist zumindest die versuchte Expansion. Warum er da einen zweiten AOW gebaut hat statt einer Echse, weiß ich nicht. Das weiß keiner. Aber sollte sich ausgehen, Panda wieder rein, wieder relativ aggressiv. Aber alles ohne Level 3 Keeper. Ich glaube, das vernachlässigt ja so ein bisschen zu. Da hat er noch keine Upgrades auf den Mountain Giants, weil er jetzt erst Tier 3 ist. Kein Orb. Das ist einer der schlechtmöglichsten Fights fast. Aber geht sich noch aus. Ich möchte ein kurzes Lob an dieser Stelle aussprechen an Kampfqualle. A, hat er gesubbt für 6 Monate und dann sagt er, einfach mal den Stampfpunkt klar machen. Weißt du, wegen Stomp. Ja, ja, ich hab's schon. Ja, ja. Gut, fand ich lustig, fand ich sehr lustig. War nicht schlecht, allerdings. Ja. LVB jetzt oben mit den ersten Schamanen da. Tag of the 3 ist auch schon fertig bei ihm. Jetzt kommt Berserker-Upgrade und jetzt kommt ein Bestiary mit dazu. Wahrscheinlich dann für die Kodo Beast mit der Aura auf den Headhuntern. Und solange kein Resistance-Skin da ist, können die Mountain Giants auch noch gut wegsnacken. Aber ich glaube, das wird hier nicht passieren. Storm, Torrent Chieftain kriegt Stufe 2. Item auch Devotion Aura. Sehr gut gegen Art. X-Purge nochmal auf den Panda drauf hier, um den ein bisschen wegzuhalten von Nixon Breath of Fire. Jetzt Berserker Upgrade da. Und mit der Aura ist natürlich der Ork jetzt auch erstmal ein bisschen schneller hier wieder elf. Und kommt da pünktlich weg. Und Florentin, Level 2-2, das ist zu wenig. Nach 10 Minuten. Kein Level 3 Hero, das ist zu wenig. Jetzt geht er hier auf den Spot, könnte sich da noch ein bisschen XP holen. Das reicht aber bei weitem nicht für Level 3. Ich kann sagen, schickt er den Keeper weg. Das ist ja wohl Heresy. Du bist noch gerade in Range. Ich glaube, das war nicht mit Absicht, aber hey, gib das mal. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das Spiel hilft vielleicht so ein bisschen mit. Mehr Archer mit Marksmanship. Florentin muss Resistance Skin erforschen, sonst sind die Mountain Giants wie Schokobons mit einem Hubs in Kodos Mund. Und die Kodos kommen auch schon. Haben die auch so eine leckere Füllung dann, die MGs, meinst du? Also, du bist doch mit den Kodos unterwegs. Die können dir das mal erzählen. Bist du der Kodo-Flüsterer? Kodo-Flüsterer. Ein geiler Nickname, ne? Bisschen. Kodo-Flüsterer. Nicht ganz cool, Alter. Überlegen. Aber ich glaube, dass die eher so nach Geröll schmecken. Weißt du, so früher wie im Sandkasten, wenn du so Kuchen gebacken hast. Ich glaube, so in der Art. Aber vielleicht ist es doch... Oh, Achtung! Das war sehr wichtig für Florentin. Muss aber weiter auf den Panda aufpassen. Der kriegt es mitgestorben. Elbo-Potion! Er hat eine Elbo, er hat einen Stuff und es ist ihm scheißegal. Und deswegen verliert er einfach halt auch das Spiel. Das sind so Fehler, die dann kommen, die eben große Auswirkungen haben am Ende und das sieht alles andere als gut aus. Also wenn er das noch reißt, dann nur wegen Mountain Giants. Ja, jetzt kommt der Chain Lightning rein, extra Archer ist down, jetzt hat er zwei MGs, die vorne noch reinlaufen. Hinten FVB hat einiges an Headhunter mit drin, die sind schon 1-0 getaggt. Kodo Beast ist jetzt auch schon da, die kommt rein mit der Aura. Damit nochmal Bonus Damage, Lightning Shield auf den Tower Chief, den gut gemacht von FVB, mitten rein in die Archer. Aber zieht den TC aber wieder zurück, obwohl er trotzdem noch eine Info Potion hatte. Und es geht auf den ersten MG drauf. Und Florentin hat den Staff bis jetzt noch nicht genutzt, wollte ich gerade sagen. Da kommt er direkt hier. Nutzt den Staff und vielleicht kriegt er den TC. Der hat nämlich noch einen Tangle fertig und einfach mal so einen Focus Fire starten auf die Kuh. Oh. Oh, sofort gedispelt hier von FOB. Wow. Das war fastes Lightning, sobald das Entangle da war. Einfach den Purge genutzt. Richtig, richtig gut. Aber Florentin lebt, muss noch 20 Sekunden aushalten. Dann ist der Panda wieder da. Der ist auch kurz vor Level 3. Dasselbe gilt für den TC. Und Moonjuice sieht auch noch relativ in Ordnung aus dafür, dass es 3 Striche Nacht, okay, nicht ganz ideal, aber passt schon. Aber FVB, ich glaube, der will den Sack hier zumachen. Heal Scroll. Ja. Im Chat heißt schon, FVB steht, Florentin verliert bald. was Florentin mal machen könnte mit 1500 Holz, ist mal ein paar Wisps mit reinnehmen in die
Caster reinhauen. Zum Dispellen hier. Aber okay, jetzt kommt Resistance Skin auf 53 Supply. Er braucht Army, aber hat kein Gold. Worauf wartet er? Ich weiß nicht, was er da jetzt macht. Ein bisschen zu viel Respekt vielleicht. Ist nochmal Lightning Shield auf dem DC drauf. Hat sich gerade noch ein Scroll geholt. Der Panda ist nicht in der Gruppe. Der Panda ist nicht in der Gruppe. Ja, aber den kriegt er noch weg, oder? Ja, den kriegt er weg. Kommt er von oben angelaufen mit seinen MGs hier und mit dem Keeper. Oh, und geht auf den Engine of Wonders drauf. Der gefokust wird von den Headhuntern. Geht down. Rossdown vom TC auf die Mountain Giants. Jetzt hier Towns reingehauen. Breath of Fire ist immer noch nur Level 1. Das ist natürlich nicht wirklich viel Damage hier, obwohl jetzt FVB gerade ganz gut kassiert. Und die MGs, die tanken ganz gut was weg hier. Okay, kann aber keiner mehr nachbauen. Engine of Wonders wurde gekillt. Staff ist dementsprechend nötig. Hero Focus Galore zwingt FVB zum Town Portal. Wölfe können auch die Archer nicht mitnehmen. Keine Exit Kills auf keiner Seite. Florentin natürlich jetzt mit dem Riesenproblem, wie die Mountain Giants hochheilen. Und er braucht den Shop auf jeden Fall wieder. Aber keine Echse auf keiner Seite, kein Double Level 3 auf keiner Seite. Das ist noch irgendwie gewinnbar. Ja, vor allem, wenn FVB jetzt hier weiter einfach nur rumsteht. Jetzt bewegt er sich mal so ein bisschen. Items auch nicht optimal verteilt. Hatte die Agility-Items noch auf dem Farseer drauf. Die könnt ihr ruhig rübergeben auf den Shadowhunter. Gut, sind jetzt Kleinigkeiten noch, an denen ich mich hier gerade aufhänge. Dennoch kann man auf sowas achten. Hinten die Kodobis kommt nochmal rein. Jetzt versucht er mit dem erneuten Push. 57 Supply gegen 59. Florentin ist im Supply Lead und hat jetzt den Level 3 Pounder. Okay, endlich. Die Heal Scroll wurde auch schon benutzt von FVB, die er sich vorher gekauft hat. Archer Damage sieht richtig gut aus. Upgrades wären natürlich mal ein Ding. Du hast schon erwähnt, er hat unendlich viel Holz, aber holt sich auch den Moonwell. Das Wellspring Upgrade, das ist sehr gut. Shop wird wieder gekickt. Florentin hat einen TP und eine Invo Potion. Wisp bringt natürlich nicht mehr so viel gegen Wölfe. Wieder nicht abgebrochen, den Shop. Und ihn ein bisschen verplant hier. Der ist schon im Urlaub, genau. So, Town nochmal auf den Mountain Giant vorne reingehauen. Breath of Fire hinterher geklatscht. Chain Lightning hinterher. Stufft ihn jetzt raus. DC vorne kriegt nochmal das nächste Fokus ab. Zündet allerdings die Invo Potion. Florentin mit ordentlich Archer. Die sind aber auch alle 0-0. Kein Attack-Upgrade hier für die Archer. Und das Einzige, was hier gerade Damage macht, ist der Orb noch zusätzlich und hier der Panda mit dem Breath of Fire. Die Kodos haben noch nichts gefressen, also scheint Florentin das Upgrade zu haben. Ja. Aber da gehen auch viele Headhunter down und mittlerweile haben wir Florentin mit fast knapp 20 Supply mehr schon. FVB fällt auseinander. Zwei Kodos weg, 3-4 Headhunter weg gegen das Taunt zu Micron. Nicht ganz easy, da sind mal 10-12 Supply draufgegangen und endlich ist hier Hoffnung für Florentin Will. Endlich holt er sich ein bisschen Momentum wieder auf den Hero mit den Archern, wenn die Upgrades hätten. Eieieiei. Taunt zerstört alles, was man sich so geplant hat in diesen Fights, wenn gleich ein Tangle kommt. Oder einfach nochmal nächstes Focus Fire, dann ist der TC weg! Und Level 4 für den Panda. Und endlich kann Florentin abrufen, was er in sich trägt. Ach. Und holt das Ding 1-1. Geht doch. So, das heißt, wir kriegen hier die Spider hier. Und da war das dann zum Schluss hin doch noch einigermaßen nach einem Early Game, was nicht ganz so doll war, hat er am Ende dann doch noch hier gezeigt. So ein bisschen was, das kann er auch, der Florentin. Stark die Nerven behalten hat er da. Ja, sehr chaotisch wieder. Ich weiß, es ist ein bisschen Gag geworden mittlerweile, aber auch Hotkey-Schwierigkeiten gehabt, aber sie waren einfach nicht an. Aber das sollte sich jetzt auch geklärt haben. Aber okay. Ja, tatsächlich gegen Headhunter weiß ich mittlerweile besser, glaube ich, was zu tun ist. Auch wenn das vielleicht nicht alles so ideal war. Aber fühle ich mich auf jeden Fall wohler. Mal schauen, was er jetzt im nächsten Match spielt. Fühlst du es jetzt, Florentin? Eine Map noch. Ich fühl's. Ich spüre es. Jawohl. Endlich. Ich spüre es. Es ist so nah. Ganz so nah, wie es noch nie war. Ganz anderer Spirit als noch vor einer halben Stunde. Freunde. Auf einmal ist hier Feuer drin. So, nämlich. Außerdem ist das dein bestes Matchup, Florentin, gegen Ork, laut Statistik. Kriegst du schon hin hier? Concealed sind wir jetzt, ne? So, da sind wir. Ja, nur wenn dir die Grunts sind das Problem. Aber krieg schon hin. Hast du hier ein bisschen. Jetzt bin ich drin, jetzt bin ich drin. Jetzt bist du drin. Weil die Map größer ist. Mountain Giants könntest du theoretisch am Fountain heilen. Das passt schon. Florentin. Ah. Thoughts and Prayers, Florentin. Keine schlechte Headhunter-Map konziert, muss man auch sagen, ne? Ja,
Wird sich zeigen. Ich glaube einfach, wer weniger Fehler macht, der holt das Ding jetzt. Und das Momentum ist auf deiner Seite. Das ist aber eine gewagte These, Janis, jetzt. Was aber auch mitschwingt, ist, dass wir beide Fehler machen. Also das ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Wer macht denn keine Fehler? Happy vielleicht. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen nervös. Es ist beide hoher Druck. Ich glaube, wir haben beide Bock aufzusteigen. Und deswegen kann da auch mal viel schief gehen. Aber Happy hat heute 2-0 verloren, ne? Ja. Ging so in. Alles ist möglich. Ja. Ja, wer ist jetzt wer, ist die Frage. Aber ich freue mich, ey. 1-1 Decider, ich glaube, das haben wir uns gewünscht. Und ich muss noch mal ganz kurz mich wärmen hier. Ja, es ist ein bisschen kühl hier drin. Setz dich kurz auf die Hände. Wärmen Sie doch mal auf, schreien Sie doch mal an. Lass mich kurz mit meinem Fenster hier zumachen, bitte. Wir haben alle Zeit der Welt, Florentin. Was du brauchst. Vielleicht auch mal gegen eine Tür tritt. Er braucht den Stock. Ach so, da oben ist das. Ja, ah. Ja. Guck mal, da wird gekurbelt hier. Das auch. Rocket wow. Beans Entertainment Technologie. Ist das lächerlich. Da ist es ein Medienbetrieb für Gaming und die haben nicht mal eine App, um ihre Fenster zuzumachen. Nee. Das ist alles so. Du, solange die Dampfmaschine im Keller kaputt ist, müssen wir das hier per Hand machen. Ja, ist, aber was ist denn eine Dampfmaschine? So. Let's go. Martin. Komm schon. Auf geht's. Meine Chance aufzusteigen. So ist kann es ich, nämlich. Kann ich meine Eltern erzählen am Weihnachtsabend? Ich hab's in Liga 3 geschafft. Ja, so. Los geht's. Sonst gibt's nämlich nur ein Stück Kohle vom Weihnachtsmann, wenn er das jetzt verliert. So. Das wäre immerhin mehr, als ich gekriegt habe, weil mein Glühwein ist ja immer noch nicht da. Freunde, 1-1. Die Entscheidung in der Relegation. Wird es die Möglichkeit geben, dass Slash und Florentin aufeinandertreffen in der nächsten Season? Es entscheidet sich alles jetzt auf Concealed Hill. Wann haben wir eigentlich die Auslosung? Die ist doch auch jetzt bald, ne? Das ist im Januar. Mag der Chat uns sagen. Apropos Chat, da wir hier ein bisschen Zeit haben. Wir haben noch ein paar Subs reinbekommen. Koi-Karpfen Tomahawk, der, glaube ich, der alte GameSports-Caster ist. Ja, ist er. Danke für den 5 Monate Resub. Ein alter Kindheitsheld meinerseits. Gogo Florentin, Lesson 3, Link. Mit den 100 Bits, Gogo Pommesruppel, Mr. Gink 007, danke für den Prime und Shorty, unser guter Pen and Paper DM. Eine anatolische Fleischbombe, ein Ulu Duck und Creep Jack, so lobe ich mir den Dönerstag. Hallo, bitteschön. Ulu Duck ist auch geil, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Ist das die türkische Sprite? Quasi. Also, das schmeckt nicht ganz wie Sprite, das ist so ein bisschen, Eher so Richtung Mountain Dew, aber nicht ganz so, also Mountain Dew schmeckt ja voll nach, wie heißt es hier, Traubenzucker. Ja. Das ist nicht ganz so krass, das hat mehr so ein bisschen Eigengeschmack noch, aber ich finde also. Ulu Duck ist echt lecker. Habe ich noch nie gehabt, ich werde das mal versuchen, vielleicht, ich habe natürlich wieder vergessen einzukaufen heute, vielleicht werde ich den Dönerstag auch zelebrieren. Ich habe mal einen gehabt, der sagte, Ulu Duck verhält sich zu, Sprite sowie Cola zu Dr. Pepper, das fand ich passend. Aber Cola ist doch ohne Kirsche. Und Dr. Pepper richtig. Ist mit. Also richtig. Ist Ulu Duck die Sprite mit Kirsche? Ja, nee, es ist nicht Kirsche. Es ist irgendwas anderes. Aber da ist doch so ein Zusatzgeschmack auf jeden Fall noch drin. Ah. Ich kann dir echt, ehrlich gesagt nicht... Es schmeckt lecker. Ja, ich hab hier einen Laden 5 Meter vor meiner Tür. Der hat das auch im Kühlschrank stehen. Da werde ich werd mir das mal einverleiben. Also wer es auf jeden Fall hat, bei dir da ist ganz am Anfang von der Reeperbahn, da ist nämlich eine Dönerbude, da weiß ich, da habe ich nämlich selber schon 2-3 Döner gegessen. Die ist ganz in Ordnung. Also ganz vorne in Richtung von dem, wo der Balder sein Restaurant hat vorne. Ja, ja, da hast du ja schon mehrfach von erzählt. Genau. No. Oh, Florentin, guck dir das mal an. Noch keinen, er hat keinen Kryptonite. Nee. Hat er nicht, aber könnte noch. Nee. Hat er sich doch unentschieden. Obwohl, ja, OB läuft nochmal rein, aber jetzt kommt auch wieder der Fast von der FVP hier an. Jo, jetzt muss er aber mal gehörig aufpassen, dass dieser Engine of War nicht drauf geht. Archer aber schön gesaved. Engine of War hat auch nochmal gegessen. Das Problem ist nur, Florentin ist Supply blocked. Taggt immer noch nicht. Geht wieder auf Huntress. Wieder auf Huntress und macht eigentlich im Prinzip denselben Fehler wie im ersten Game, denn FVP spielt auch dieselbe Strategie wie im ersten Game. Jo. Es ist gleich Nacht. Oh, die Archer. Denied, nicht schlecht. Alter, hat er den Detonate verpasst. Wenn da der Detonate gekommen wäre, hätte er beide Wölfe bekommen und dann wäre er Level 2 gewesen. Dementsprechend hätte er den Grunt killen können. Aber da hat er den Detonate gerade verpasst und so eine Mini-Entscheidung kann das ganze Game dann in eine andere Richtung lenken. Oh, was er jetzt noch hat, immerhin sind 2 volle Moonwells. Jo.
Und er baut trotzdem wieder Huntress. Das ist eigentlich nicht das Richtige, hier auf Huntress jetzt zu gehen. Auch direkt drei Stück. Teuer. Eieieiei. Einfach mehr Moodles von vielleicht zweiten Engine of War bauen. Der zweite kommt allerdings von FVB. Aufpassen, nicht surrounded werden wieder. Ja, ja, guck mal, T2-Tech und dann gleich mit der Naga Tower pushen. Okay. So, jetzt auf den einen Grunt drauf. Wenn ein Grunt killen kann, dann ist okay, aber kriegt er nicht. Und was FVB halt gut macht, ist das, was er eigentlich beabsichtigt, nämlich die Moonrays leer bekommen. Und die sind fast alle leer. Oben ist noch ein bisschen was drin und nur noch eine Huntress übrig. Und da kann ich jetzt schon sagen, dass der Push, der kommen wird, extrem schwierig abzuwehren ist. Da kommt auch nämlich auch schon der erste Peon hier mit hochgelaufen. Der dürfte wahrscheinlich den offensiven Shop setzen. Die nächsten, die dann kommen gleich, sind für die Tower da. Oh, vielleicht das Level 2. Einfach Entangle holen. Come on. Come on. Jawohl. Volles Mana. Entangle unlocked. Auf geht's. Einfach die Grunts wegholen. Der ist auch auf dem Silbertablett hier. Nimm ihn. Ich geh kaputt, ey. Er nimmt seinen roten Grunt und er entangelt den anderen. Na gut, den können wir trotzdem bekommen. Mit den beiden Handschuhs zumindest. Ne, er lässt den laufen. Er lässt den laufen, oder? Ne, der kriegt da nicht. Ah, oh, Junge. Hinten jetzt den Circle hat er zumindest nochmal abgelegt. Baut einen weiteren Moonway geradeaus. Ich habe ihm sogar noch geschrieben, was kommt. Der baut noch keinen AP hier unten. Der Shop übrigens, wie gesagt, wird schon errichtet hier von FVB, der Offensive. Ja? Okay, jetzt vielleicht. Den Grunt lässt er nicht laufen. Doch! Das kann doch nicht! Okay. Mein Gott. Noch mal reingehauen. Aber er greift ihn auch nicht an. Er greift ihn nicht an, den Grunt hier. Da. Und dann die Knight. Dadurch wird er die Knight. Ich habe zwar kaum noch Haare, aber die werden gleich alle grau. Jetzt blockt er sich selber. Blockt sich selber, der. Jetzt fokussier doch den scheiß Grunt, wenn du ihn enttängelst. Boah, du Eumel, ey. Alter. Vierte Hand ist jetzt da. Mein Gott. So, ich glaube, ich muss echt mal Florian noch eine Runde trainieren wieder. So, jetzt ist die Naga da. Jetzt ist die Naga da. Er hat noch zwei Grunts gegen vier Huntresses. Nächste. Come on. God of Speed. Ja, er schickt aber die ganze Army zurück, statt nur die, die angegriffen wird. Wie viel Healing ist noch da? Nicht so viel. Nacht ist bei zwei Dritteln. Der Engine of War steht natürlich absolut ungünstig. Jetzt kommt der Engine Protector. Ja, und zeitgleich kommen aber die ersten beiden Tower jetzt auch hier von LVB. Hat Florentin den Plan, die Treants hier neben der Huntress Hall wegzureißen, damit die Units irgendwie safe sind. Ich könnte ihm das Game retten. Ja, wenn er drauf kommt. So, FVB muss aber zwei Tower direkt abbrechen und er hat jetzt viele Huntresses. Come on! Also, es könnte vielleicht sogar abwehren mit den ganzen Hunts. So, weiter auf die beiden Grunts drauf. Wenn er die beide kriegt, dann sieht es echt gut aus. Aber die kommen beide weg. Die kommen Mann, beide mehr. Weg, aber alle Tower abgebrochen und er zwingt FVB zum Pound Portal, dann ist der erste Push erstmal abgewehrt. Leute, die Tower sind zwar immer noch da, aber die kann er auch easy clean. Ja. Und jetzt ist die Frage, Fluchtin hat nur Huntresses. Kann der FVB jetzt antizipieren und geht zum Beispiel mal ein bisschen auf, entweder auf Headhunter oder vielleicht sogar auf Air-Units? Headhunter, komm. Okay, wir leben, Freunde, der Traum von Liga 3. Du weißt aber ja, was das bedeutet, ne? Wenn Florentin nächste Season Level 3 ist und nicht wie ein Berserker trainiert, dann haben wir hier jede Woche so gar keinen Spaß. Das, ja, wieso? Ich spiele ja auch wieder dann. Ja, gut, du hast dann Spaß. Aber die Zuschauer und ich, das wird schwierig. Kriegen wir schon hin. So, alle hier, drei hart angeschlagene Grunts. Jo. So, und jetzt, ich weiß nicht, ob Pogi ihm gesagt hat, wie er spielen muss. Wenn das jetzt hier schief geht, wenn der Tower-Push schief geht. Der hat keinen Plan. Ich glaube auch nicht. Jetzt ist nämlich der Panda da und jetzt kommt der Gegenpush von Florentin. Und das sieht ganz gut aus. Da sind nämlich einige an Huntress jetzt mittlerweile am Start. Und drei Grunts, die sind jetzt schon halb tot. Auf 100 Hitpoints haben sie nur noch. Hat der nicht verdient. So, und jetzt kommt er an. Das hat der nicht verdient. Kriegt er den Naga Surround? Oh oh. Der sucht doch nicht weg. Versucht doch nicht mal den Surround, aber es reicht auch so. Ja, und FVB hat kein TP mehr, den fährst ja nur auf Level 1. Der Keeper ist... Oh, der ist auch noch nicht Level 3. Yes. Ja. Und wenn die beide jetzt noch so ein bisschen Ringelpilz mit anfassen hier machen, dann jetzt rennen die da gegenseitig rum. Geht einfach die Base, Florentin, mein Gott, ey! Da lässt er sich aber auch verarschen. Er hat ein bisschen Angst. Guck mal, jetzt stylt er noch mit dem Whistblock, das kriegt er hin. Und jetzt geht's in die Base. Ab. Vielleicht. Jetzt kommt der Gegentower-Push.
Dagegen pusht Entangle auf den ersten Grand drauf. Huntress schön zurückgezogen hier von Florentin. Ja, also mitten am Tag, das heißt natürlich, die Fountains können aktuell nicht genutzt werden. Hinten geht es jetzt allerdings auf den Burrow drauf, der wird versucht zu repairen, aber wie kennst, das reicht nicht mit dir. Das ist Wolf, aber er lässt auch wieder vom Burrow ab und geht auf die Nase drauf. Also Florentin ist auch so wie in der Schule, wenn er eine Matheaufgabe gestellt bekommt und sagt, oh, ein Vogel. Von allem direkt wieder ablenken, direkt auf die Naga drauf gehen. Ja, die kommt natürlich jetzt weg. Aber oben kriegt er noch einen Headhunter zumindest gespielt. Und der AP ist gleich fertig. Dryads kommen auch für ein bisschen slow und natürlich Dispel gegen die Wölfe. So sieht's aus. FVB hängt in den Seilen und Florentin, alles was ihm fehlt, ist der Knockout Punch. Endlich ein Breath of Fire. Schön! Nochmal die Potion benutzt. Letzte Sekunde die Potion. So, der AP steht oben. Jetzt haben wir schon viele Headhunter da. Die machen natürlich gut Damage jetzt gegen die Andrews. Erst ist auch schon down. Zweite kann auch noch angegangen werden. Und FVB hat hier ein bisschen Gegenwehr, die er noch bieten kann mit den Huntresses. Wo sind eigentlich Florentins Units? Ja, da ganz gut zurückgezogen, ne? Würde ich mal sagen. Hier hinten in der Base, da sind 3 angeschlagene. Ah, 4. 4 sogar. Ja, Florentin gibt jetzt noch nebenbei den Orange Spot hier. Na? Das so mit Absicht ist, weiß ich auch nicht so genau. Und der AP ist sogar in Range vom Burrow drin hier. Ah, nichts im Repairen, nichts dabei von Florentin. Jetzt ist natürlich hier. Aber 10 Supply mehr hat er. Bringt ihm nur nichts, wenn die in der Base stehen. Und komplett kaputt gekloppt sind. Aber hey, wir geben dem die Hoffnung nicht auf. Was geht zuerst an? Burrow oder AP? Ah, komm, der Stein, der ist doch stärker als der Speer. Jawohl. Das sagt man ja so. Und jetzt der nächste Breath of Fire. Sehr schön. Hat kein Staff, ne? Ja, hat kein Staff. Aber TP übergeben. Gut gemacht. Vorne noch ein Grunt angegriffen. Hat jetzt schon 4 Dryaden. Freunde. Aber auch hier wehrt FVB den Push erstmal ab. Aber ich bin ganz froh, dass Florentin gerafft hat, dass das hier nichts wird. Und nicht so Brute Force-mäßig reindrückt, sondern sich zurückzieht. Und jetzt kann er natürlich creepen wie die Wildsau. Kann sich eine Heal-Scroll holen, weil er hat Gold. Wie blöd. Und jetzt muss er es doch eigentlich nur nach Hause schaukeln. Schauen wir mal, wir haben ja immer noch die ganzen angeschlagenen Huntresses, mit denen er jetzt Richtung Mountains läuft. Ja, warte ab. Es ist noch nicht Tag. Nacht. Ja. Warte. Aber FVB auch immer noch nur Level 1 mit dem FS. Die ist creepen währenddessen und rennt. Der hat nix. So. Und er wartet, hat die Ruhe weg, kauft sich jetzt gleich hier eine Heals. Ja, so will ich das sehen. So, und jetzt ist nämlich Nacht. Und jetzt schickst du da hin. Ja, macht er. Oh, Freunde, es wird besser. Es wird alles besser. So, ein Level Up für den Panda auf Level 2. Dann nähert sich auch langsam Level 3. Nach dem Spot. Oh, Replenishment Potion hat er auch noch bekommen. Damit noch ein bisschen Mana. Die sollte er dem Keeper geben. So, Level 2, Level 3. Jetzt die Huntress ist hochgeheilt und dann kann er eigentlich gleich wieder pushen. Puh, Tier 3 ist auch fast durch. FVB, was kann ihn noch retten? Nicht mal, also Level 3 Wölfe bringen nicht so viel. Chain Lightning bringt nicht so viel. Auch die Naga, da bringt auch alles nicht so viel. Also diese Helden-Kombo, die tut ihm keinen Gefallen. Ja, das hat Pogi ihm beigebracht. So. Der 100 Mann hat sie liegen, der liegt da unten noch. Schauen wir mal, gehst du mal auf den Frostfall High Priest. Also ein bisschen XP kriegt er zumindest noch hier. So, One of Man hast du den geholt. Oh Gott, Alter, guck dir mal die Produktionsstätten vom Engine of Lore an. Da sind 4 Sachen im linken und 3 im rechten. Aber Moonwells bauen, das ist schwierig. Ja, das stimmt wohl. Und, mal gucken, ob er da noch drauf kommt. Hat er keinen Ton an? Vielleicht irgendwie, dass sie hier seine Elfen ihm Bescheid sagen? Ich glaube, da läuft auf Repeat Extreme Terror. Ah Gott. Das jetzt Triple Moonwell jetzt unten. So. Cooles Spiel, unterhaltsam wie Dorffußball. Das ist so schön. Eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Ich habe eben schon gesagt, das erinnert mich an einen Hundekampf, wo beide Hunde einfach nur alt sind und keine Zähne mehr haben. Aber hey, wir sollten uns nicht darüber lustig machen. Sondern Florentin supporten. Und das macht er. Macht er doch gut. So weit. Jetzt kommen die Schamen. Alles klar. Aber mehr wird gecreept. Level 3 für den Panda. Macht Supply frei, indem er die Huntress killt. Was ein sehr guter Move ist, den er natürlich mit Absicht gemacht hat. Item, große Mana Potion. Okay.
mit diesem Inventar, mit dieser Army, mit diesen Produktionsdingern da im Lore, mit so viel Gold, da kann doch nichts schief gehen. Das braucht er noch. Das braucht er noch eine Extra da im Bau. Und dann Stuff, um den Panda hier zu retten oder eben irgendwas noch den Keeper zu schützen. Vielleicht. Er hat nämlich nichts im Inventar, außer dem Orb. Okay, Rejuvenation hat er natürlich. Nämlich die ersten Bären da, die sind auf der Dab. So, und jetzt mal. Oh, FVB mag den Go hier. Geht sofort auf die Naga mit der Breath of Fire. Allerdings die Info-Portion wird direkt gezogen. Oben geht's nochmal auf die Huntresses, die angeschlagen sind. Zweite geht down. Jetzt Heal Scroll gezündet von FVB. Und geht nochmal ein, zwei Huntresses zumindest weg. Aber immer noch hier die große Supply-Überlegenheit für Florentin. Auch wenn da nochmal zwei Tower jetzt hier hochgezogen werden von FVB. Er lässt Florentin gar nicht von ablenken. Geht hier weiter auf den Fast hier drauf. Der hat auch nichts zum Entkommen. Vielleicht einen Zeppelin holen noch oder so. Ja, Zeppelin geholt. Versucht damit aber. Mal gucken, dann Tangle nochmal auf die Naga drauf. Es ist natürlich hier genug Ranged-Units am Start, die auch den Zeppelin angreifen könnten. Jetzt sind wir die Tower hier allerdings erstmal direkt raus. Ja, jetzt hat er Masterbären. Er hat den Orb. Er hat hohe Helden. Sollte jetzt nicht der allseits bekannte Sunny-Stromausfall kommen, sollte eigentlich Florentin das hier schaffen. Jo. Im Normalfall. Da habe ich nochmal kurz klargestellt. Jo, das war ein bisschen seltsam, aber gut. FVB gibt noch nicht auf. Er sieht noch eine Chance. Vielleicht mit Bloodlust. Einmal nochmal hochheilen. Einmal nochmal alles geben. Aber Florentin kann die ganze Map aufsaugen. Kann sich Upgrades holen. Kann sich noch mehr Items holen. Ja, Red Spot, auf geht's. Das ist doch wie nach einem Marathon. Jetzt auf die Zielgerade einbiegen. Gerade im Chat. Ich glaube, Pogi hat seinen Rechner zertreten. Können die Taxi mehr neu kaufen? Nach 15 Minuten versucht FVB übrigens auch mal gerade eine Fast Level 3 zu kriegen. So, schafft er jetzt auch. Und noch ein von der Love Energy liegen. Und natürlich einiges an Headhuntern jetzt drin, aber. Panda Level 4 schon. Für uns kriegt die Mitte. Die Hood of Cunning. Auch der Keeper Level 4. Die Naga sind immer noch dood. 20 Sekunden noch. Alles wieder angeschlagen. Das ist natürlich dieses Problem. Bei Orks Healing ist nicht so verfügbar. Außer natürlich Heal Selves und Heal Wave, aber das hat er nicht. Master Bären jetzt schon auf Seiten von Florentin. 61 Supply. Gleich. Ja. Also eigentlich alles spricht für ihn. Supply-Vorteil, Economy-Vorteil, Map-Control, Hero-Level-Vorteil. Alles, was man braucht auf Seiten vom Ruppel. Er hat ein bisschen gebraucht zum Reinkommen, aber am Ende sieht man doch das, was ich vorher gesagt habe. Er ist eigentlich schon der bessere Spieler der FVB, muss man so sagen. Okay. So, Red Drake auch weg. Sobi-Maske. Oh, nice. Alter, dieses Inventar vom Panda. 520 Mana. Und hier kommt. Oh, ich dachte, der Zeppelin wäre voll beladen. Oder zumindest wäre ein bisschen was drin. Aber nee, der Scout. Ja, guck jetzt da oben. Da steht die Action gerade. Jetzt wird die Wisp produziert. FVB kümmert sich um den anderen Fountain unten. Vielleicht also, mal mit der Two-Shot-Aura oder so. Ich bin ja ehrlich, ne? Zu unserer Zuschauerschaft immer. Ich hatte absolut null Hoffnung. Ich hatte minus Hoffnung nach der ersten Map, dass das hier noch was wird. Epson schreibt gerade, es war ein guter Move von Florentin Pogi als Coach für FVB anzuheuern. Fall of Giants Rank gedroppt hier. Nicht unbedingt das beste Item. Ist dann, okay, für ein TC kann man es nehmen, aber da ist kein TC. Da kommt aber gleich. Boah, Level 1 dann. Noch kein Berserker-Upgrade hier auf den Headhuntern. Jetzt in der Pipeline drin. Und die Schamanen sind noch nicht mal auf Adept. Jo. Ist nichts mit Bloodlust. 4-4 gegen 3-3 Helden. Die von FVB auch größtenteils nutzlos. Aber kämpfen nie gegen einen Ork am Fountain. Jetzt hier Breath of Fire rein und ab geht's auf die Headhunter. Jetzt wird die Heal Scroll nochmal genutzt hier gerade von FVB. Aber das ist halt einfach nur eine. Der Fast hier steht auch komplett out of position da vorne. Wirkt er als Tank. Und nutzt nochmal den, bevor ich mir in Florentin hier schön nochmal einen Bär rausdacht. Aber die Bären, die kloppen sich da einfach komplett durch die Headhunter durch. Und auch die Naga hinten, die hat jetzt ein dickes Problem hier. Genauso wie der Fast hier vorne drin. Naga ist schon mal dauernd. Fast hier
schießt dann nochmal die letzten Schüsse ab und auch der ist down. Double Hero Kill, Level Up für den Panda auf Level 5. Und so langsam sollte FVB es einsehen. Ja, schade, schreibt er. Das war nix. Und Florentin zeigt doch mal, wo der Frosch die Locken hat hier. Kompletter Wipe. Da ist nix mehr im Tank für FVB. Du bleibst mein Nemesis. Und wir warten nur auf die zwei Buchstaben des heutigen Tages. GG, well played. Es sind sogar vier. Florentin, Aufstieg in Liga 3 perfekt gemacht. So. Da ist es doch. Da ist es doch. Ich warte jetzt auf die Bilder aus der Kabine, wie Florentin mit dem Glühwein da steht und sein Handtuch schwingt und singt. Nie mehr. Dritte Liga. Vierte. Ja, nie mehr vierte Liga, Florentin. Ich hatte alle Hoffnung auf. Ich hatte alle Hoffnung aufgegeben. Du hast mich eines Besseren belehrt. Ich bin stolz auf dich. Du hast im Laufe dieses Creepjack-Formats gelernt, mit Niederlagen umzugehen, Niederlagen zu ignorieren und einfach eine Series von Neuem zu starten, nicht zu tilten. Das ist ihr dachtet schon nach dem ersten Spiel, oh, das ist verloren. Das wird heute nach 20 Minuten vorbei sein. Das werden ganz unangenehme Restminuten in der Sendung, wo ich getiltet bin, wo ich schlecht drauf bin, wo Janis versucht, mich aufzupäppeln, merkt, dass er das vielleicht nicht so gut kann und wir dann alle schlecht drauf sind. Aber nein, Mann, ich bin zurückgekommen. 1-0 hinten und ich komme zurück. Keine Chance. Also, das war Creepjack in a nutshell, die perfekte Beschreibung. Ich muss fairerweise sagen, ja, ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Slash allerdings. Slash hat er nicht geglaubt. Danke. Ja, mein Slash, danke dir. Ja, lag auch am Matchup. Ja, okay. Ja, klar. Weißt du was, Slash, das gebe ich dir. Mir egal. Mir egal. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Heute gebe ich es dir. Heute ist mir egal. Heute bin ich Aufsteiger. Nie wieder vierte Liga. Ich bin oben in der 3. Zurück. Wo ich schon mal war. In der 3. Wo du auch bist, Slash. Wo wir uns vielleicht treffen werden. Das wäre ziemlich cool eigentlich. Ja, einmal waren wir ja schon in der Liga zusammen. Dadurch bin ich ja überhaupt erst hier. Ne? Und mal gucken, ob das nochmal der Fall sein wird. Wow, diese Emotion. Da habe ich ein kleine Träne im Knopfloch. Das zu sehen. Aber großen Respekt an FVB. Super gespielt. Wahrscheinlich für ihn noch mehr Nerven als für mich. So, ich glaube, er hat sich da länger vorbereitet und intensiv trainiert und so. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn es dann nicht so klappt. Vor allem, wenn man dann 1-0 vorne liegt. Von daher, lasst ganz viel Liebe bei ihm. FVB 96, auch sein Stream. Wie gesagt, der Bro Cup, den er veranstaltet. Tolle Sache, schaut da mal vorbei, falls ihr Bock habt. Und ja, GLHF, würdiger Gegner. Wir haben uns ja auch schon oft getroffen in der Ladder und hier und da. Und ich bin gespannt, wann er seine Rache kriegt. Aber ja, diesmal bin ich noch siegreich und einer musste es sein. Und damit bin ich aufgestiegen. Ich kann es noch gar nicht fassen. Winner takes it all. Das gibt eine Riesenfeier mit literweise Glühwein im Hause Will. Da werden sie alle eingeladen, die Rang und Namen haben. Da kommt gleich der Paulsen vorbei. Da wird nochmal eine Champagner-Dusche gibt es da. Ich natürlich werde nicht eingeladen, nie. Aber gut, das ist okay. Ich habe ja auch die Hoffnung aufgegeben. So ist es. Der Bro Cup, wie gerade gesagt, 27.12. 15 Uhr. Schöne Initiative der beiden. Florentin, was ein schöner Jahresabschluss. Ich habe gehört, heute gibt es diverse Autokorsos noch, die durch die Straßen fahren. Also wenn ihr jetzt irgendwo hupen hört, dann wisst ihr Bescheid, was los ist. Ja, Leute, haut mal was raus, feiert. Heute ist unser Tag, heute wird gefeiert. Denn ich glaube, dritte Liga wird brutal, wird hart. Aber ich glaube, ich werde mich halten können. Ich glaube schon, dass ich das hinkriege. Auch wenn das alles sehr schlampig und holprig war heute. Aber am Ende zählt die Zahl so und in 5 Jahren weiß niemand mehr, wie das Spiel abläuft, wie viele weirde Momente da drin waren, von denen es, glaube ich, genug gab. Aber naja. Ich bin froh, dass ich es auch geschafft habe, innerhalb des Matches mit den Grunts umzugehen. Erstes Spiel gar keine Chance, drittes Spiel abgewehrt. Und das ist für mich schon mal ein kleiner Sieg. Wir sind alle stolz. Wir sind stolz, aber nicht nur auf mich. Denn nicht nur ich kann mich heute von meiner besten Seite zeigen, sondern auch Slash. Das wandelnde Warcraft 3 Lexikon. Janis Tjax, ihr habt ihn gerade wahrscheinlich gehört, wie er perfekt diese Spielsituation analysiert hat, nochmal jede Einheit erklärt hat, jede Fähigkeit erklärt hat. Denn niemand kennt sich so gut aus wie er. Und deswegen ist er der Einzige, der die vielleicht schwierigste
Rubrik, die es je in einem Warcraft-Format gab, bestreiten muss und als einziger bestreiten kann. Denn er ist Jannis und Jannis kann es. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Jannis kann es. Letzte Woche ja nicht ganz so ideal gelaufen. Da waren ganz einige schwierige Fragen dabei, auch von diesem verdammten Eisi, der da dann neu dazugekommen ist. Wir hassen Eisi. Und jetzt Eisi. Gab's auch... Oh, der Download ist abgebrochen. Oh, also warst du jemals zu irgendeiner Sendung weniger vorbereitet als zu dieser heute? Ich bin völlig durch den Wind. Warum ist der Download abgebrochen? Aber ich meine, das kann doch nicht so groß sein. Es sind Grafiken. Die können... Und drei Videos. Das sind maximal 100 MB. Du bist in einem Medienunternehmen. Da habt ihr doch 700 Standleitungen. Aber hier, guck mal, das ist 56 Megabyte groß. Das ist doch ordentlich. Oh. Aber ist abgebrochen. Das ist nicht fertig. Nicht bestätigt. Vielleicht habe ich den Tab geschlossen. Leute, es tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Aber wisst ihr was? Heute ist mir auch scheißegal, weil ich habe gewonnen. Und dann kann man auch mal scheiße sein danach, wenn man gewinnt. Das verzeiht einem jeder. Absolut korrekt. Dir verzeihen, glaube ich, sowieso Leute alles. Du hast, ja, du hast weiß einen ich nicht. Weiß großen, ich nicht. Großen Kredit. Nein, es ist kein Problem. Ich bin hier leider nur im Gäste-WLAN. Das heißt, es dauert ein bisschen, das abzuladen. Aber das kriegen wir alles hin. Ist alles kein Problem. Ist alles kein Problem. Mich würde natürlich mal interessieren, was habt ihr Schönes geplant für Weihnachten? Was sind Weihnachtstraditionen? Jannis, ich habe ja gehört, du machst einen ganz, ganz fiesen Zimtstern. Nee, ich mache sehr gute Neujahrskuchen. Oh, was ist denn ein Neujahrskuchen? Auf Tradition, auf Rezept meiner Oma. Neujahrskuchen sind... Wie nennt man denn? Also, ich weiß nicht, gibt es das also nicht bei euch? Hier bei uns gibt es das ist so ein Hefezopf mit so Zuckerglasur. Nee. Das ist so quasi eine Waffel, aber so gedreht als. Also. Eine gedrehte Waffel? Ja, mit ganz viel Anis ist da drin und kiloweise Butter. Ostfriesische Neujahrskuchen. Gebt's mal ein bei Google. Okay. Ich komme ja aus Ostfriesland. Und dementsprechend gibt es bei mir ostfriesische Neujahrskuchen. Und die mache ich selber. Da wird auch keine Küchenmaschine benutzt oder so. Das wird alles von Hand gemixt und zusammengebappt. Und die muss man in so einem Waffeleisen, in so einem Neujahrskuchen machen. Im Neujahrskuchen-Machgerät. Und ich verbrenne mir jedes Jahr sämtliche Hände, brauche dann eine Amputation und neue. Aber die sind sehr lecker. Zum einfach so snacken mal, so nachmittags. Mit ein bisschen Sahne. Also für alle, die das jetzt gerade nicht sehen, ist es eine Eiswaffel. Ja, es ist keine Eiswaffel. Es ist viel besser als eine Eiswaffel. Aber ist dann da noch was drin oder Sahne. Ist das alles? Du kannst da auch was reinmachen, was du möchtest. Aber isst man das dann so wie ein Eis, so aufrecht oder wie isst man das? Man isst das wie ein Keks. Und da ist Anis drin, also schmeckt schöner Lakritz auch noch, ja? Nach Anis? Ja, ist doch Lakritz. Ja, aber die Anis ist ja. Anis ist Lakritz? What? Anis ist doch nicht Lakritz. Lakritz ist Lakritz und Anis ist Anis. Ich glaube, du meinst Salmiak. Lieber Slash. Salmiak? Was auch immer das ist. Nicht Anis schnappst auch nach Lakritz? Anis schmeckt nach Anis. Anis schmeckt nach Anis. Und Lakritz schmeckt nach Lakritz. Ich dachte immer, das schmeckt gleich. Aber sieht auf jeden Fall lecker aus, Jannis. Und das ist deine Aufgabe in der Familie. Das machst du dann. Korrekt. Schön für alle. Es gibt auch noch so. Die heißen bei uns Wurstmaschinenkuchen, weil die aus der Wurstmaschine kommen, aber die heißen, glaube ich, anders. Das ist so, halt so Schmalzgebäck. Und die packt man in so einen Fleischwolf und kann damit so, also den Teig packt man in den Fleischwolf. Das machen wir auch sehr gerne. Du hast aber keinen Fleischwolf, Jannis. Du kannst mir nicht erzählen, dass du in deiner Studenten-WG da einen Fleischwolf hast. Natürlich haben wir einen Fleischwolf. Irgendwo müssen ja die Leute hin, die nicht putzen. Also, auf diesem, den habe ich von meinem Opa. Da ist eventuell noch ein Hakenkreuz irgendwo drauf. Der wiegt sieben Kilo, aber ein Fleischwolf ist vorhanden. Der hält auch ein Leben lang. Da muss man einfach mit handhaben können. Korrekt. Aber was machst du den Rest des Jahres damit? Also macht man sich da mal so snackmäßig so eine Bratwurst nebenbei? Oder? Nee, also manchmal wird sich schon so eine halbe Kuh gekauft und dann wird das verarbeitet zu so Matt und dann wird Bret. Burger gebraten und so da draus. Ach, ist auch nicht schlecht eigentlich. Slash, wie sieht's bei dir aus? Was verwöhnt deinen Gaumen dieses Jahr? Wir fahren an Heiligabend fahren wir zu den Eltern meiner Freundin. Da geht's ins Sauerland für mich. Und da verbringen wir Heiligabend dort. Da gibt es Forelle. Hm. Räucherforelle gibt's da. Und am ersten Feiertag fahren wir wieder zurück. Da sind wir dann bei
meinen Eltern eingeladen. Da gibt es lecker Lakritz. Lecker Lakritz, sag ich schon. Jetzt habe ich hier im Chat Lakritz gelesen. Und da gibt es lecker Lakritz. Ja, mir gerade. Schön Teller Lakritz einfach. Da gibt es lecker Raclette, gibt's da. Und dann machen wir ein bisschen Spieleabend noch dazu. Meine Schwester kommt auch mit meiner Nichte, die ist jetzt 2 oder die wird jetzt 2 am 20. Und ja, dann machen wir so ein bisschen Spieleabend noch mit der Kleinen dazu und das wird ganz cool. Und am 2. ist eigentlich nur Ausruhen angesagt, zu Hause ein bisschen chillen. Gut, aber so wie ich das verstehe, Spieleabend mit Slash bedeutet einfach Warcraft 3. Nehme ich mal an, oder? Also nee, schöne LAN-Party mit der Nichte. Nee, also wirklich dann so viele Sachen von drüber, aus den 80ern teilweise noch. So Scotland Yard und so die ganzen alten Sachen. Oh ja. Sowas spielen wir dann eigentlich ganz gerne. Also haben wir letztes Mal. Ich bin ja immer dafür, dass man mal pokern mit der Familie, damit es auch richtig zum Chaos wird am Weihnachten. Aber die wollen alle nie mit mir pokern. Lecker Strip-Poker mit der Oma. Genau. So, jetzt übrigens kommt der Moment, liebe Zuschauer da draußen, wo Florentin Will euch nichts aus seinem Privatleben erzählen wird, weil er nicht dazu beiträgt, was er Weihnachten so macht. Sorry, ich muss gerade den Link eintippen. Und es ist wirklich erbärmlich. Also falls ihr euch fragt, was gerade passiert ist, ich versuche Dateien von meinem Laptop auf den PC hier zu übertragen. Die einzige Möglichkeit, die ich dazu gefunden habe, ist WeTransfer, wo man ins Internet Dateien hochlädt und dann runterlädt. Um die runterladen zu können, muss man einen Link haben. Ich weiß auch nicht, wie ich diesen Link vom Laptop übertrage auf den Rechner, deswegen tippe ich den ab. Und jetzt habe ich das Problem, dass da ein L oder ein großes I in dem Link ist, deswegen muss ich jetzt die verschiedenen Möglichkeiten durchprobieren. Deswegen dauert das ein bisschen. Sollen wir eine kurze Pause machen? Nein, alles gut, das haben wir gleich. Das haben wir. Gut. Was wird denn bei dir gebacken? Was wird bei dir gegessen? Florentin, verbringst du die Zeit mit der Familie? Hast du auch eine Nichte? Bist du alleine mit dir und der Badewanne? Ja, du, ich habe einen Neffen so und der kommt jetzt langsam in das Alter, wo er langsam versteht, dass er lebt, dass er ein Mensch ist und Bedürfnisse hat. Und jetzt sagt mein Bruder auch schon, ja, aber vergiss nicht ein Weihnachtsgeschenk für den. Ich denke mir, er ist jetzt irgendwie so 3 oder so. Was soll ich denn dem schenken? Ich habe nicht einen Hauch, eine Ahnung. Ich habe schon bei Altersgenossen riesige Probleme. Am meisten von mir, von allen. Aber was schenkt man denn so einem Kind? Ich weiß gar nicht, was der kann. Kann der schon laufen? Kann der atmen? Was macht der den ganzen Tag? Hat der Hobbys? Mag der Bud Spencer? Keine Ahnung. Nee, Bud Spencer kommt, glaube ich, später noch. Also ich habe jetzt zum Beispiel, sie fällt jetzt voll ab auf, das ist so ein Kuh. Das ist so ein Buch, so ein Kinderbuch, eine Kuh, da will sie immer draus vorgelesen haben. Ich glaube, die heißt Helga oder irgendwie sowas. Da habe ich ihr so Wimmelbücher zum Beispiel geholt, weil lesen kann sie noch nicht, aber sie erkennt die Kuh halt, da kann sie die raussuchen. Das habe ich geholt und dann natürlich ganz klassisch, um meine Schwester zu nerven, eine Trommel. Kriegst du? Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Irgendwas zum Draufhauen, was Lärm macht. Das ist gemein. Definitiv. Oder ein Haustier, so ein kleines ein kleiner Hamster, wo die Eltern einfach, Alter, der wird heute Abend doch totgetreten, keine Chance. Oh mein Gott. Keine Gewalt gegen Tiere. Eine Trommel kriegst du noch und was kriegst du noch? Sie kriegt so eine, also von meiner Schwester selber kriegt sie so eine Küche, so eine Spielküche, so ein Plastikding. Und da haben wir dir quasi das Erweiterungsset dann noch für geholt. Aber man muss ja sagen, es sind ja auch zweite, also sie kriegt ja am 20. Geburtstag und am 24. ist Weihnachten, das heißt, sie kriegt ja Geburtstag und Weihnachten und so. Also wenn das also mit Florentin Wills Familie so läuft wie hier, dann kriegt da keiner Geschenke jemals. Chat sagt Traktor gerade. Also weiß Traktor? Ich nicht, ob das gut ankommt. Traktor. Aber nein, natürlich gibt's auch bei mir reichlich Geschenke, wie zum Beispiel die fantastischen Geschenke in Form von Jannis kann es, aber ich reiche die Geschenke natürlich nur weiter, denn die eigentlichen Geschenke kommen aus der Community, die mir immer diese tollen Fragen schicken, die ich dann Jannis stellen kann, denn Jannis wird jetzt 3 Fragen aus der Warcraft 3 Spielmechanikswelt versuchen zu beantworten und nur wenn er alle 3 Fragen beantwortet, dann gehört ihm dieser Tag, dann gehört ihm dieses Jahr. Denn ansonsten muss er wirklich in diese herrlichen Feiertage gehen und wirklich mit mieser Laune und Falten auf der Stirn seine komischen Waffuletten da backen. Das wollen wir natürlich nicht. Er soll natürlich alles richtig beantworten. Die kulinarische Küche Ostfrieslands nicht weiter beleidigen, Florentin. Das mache ich nicht. Nehme ich nochmal zurück. Ich beleidige nur deine persönliche Küche. Das ist vollkommen okay. Und damit starten wir auch in Frage Nummer 1 rein. Kleine Reinkommafrage, die wahrscheinlich zu viel Diskussionen führt, aber kein Problem. Eine Frage, die Slash vielleicht ein bisschen leichter auf der Zunge liegt. Wir schauen mal ganz kurz rein. Es ist eine Frage, die auch wieder von NWO Icy kommt und es geht um Orks. Ach, geh weg, Icy. Es geht um Orks. Kann dir mal jemand schmelzen? NWO Icy möchte nämlich wissen, nehmen Peons Schaden, die sich in einem Burrow verschanzt haben, wenn es von einem Breath of Fire zerstört wird?
So, und jetzt kommt eine unangenehm lange Diskussion. Ich würde sagen, nein. Okay, also nur ganz kurz, um die Situation ganz klar zu fassen. Ein Burrow, nur damit danach nicht jetzt diskutiert wird. Es geht um ein Burrow, das ist fast kaputt und wird zerstört von einem Breath of Fire. Mhm. In dem Burrow sind Peons, die mit Zerstörung ja automatisch rausgeschmissen werden. Mhm. Nehmen du die auch noch Schaden vom Breath of Fire? Du hast jetzt erwartet, dass ich sowas frage wie der Burrow hat 10 HP, geht dann der Rest Damage vom Breath of Fire auf die Peons? Nö. Sowas wollen wir gar nicht wissen. Also ich weiß gar nicht. Nee, das will ich gar nicht wissen. Ich will nur wissen, kriegen sie Schaden, ja oder nein? Kriegen sie Schaden, ja oder nein? Warum sollten sie Schaden kriegen? Sie sind doch geschützt. Oh, warte kurz. Es könnte tatsächlich eine große Diskussion geben, weil wenn dieser Burrow zerstört wird, wo landen die Peons? Wenn es, sieht man mich in der Kamera? Okay, sagen wir, das ist, okay, ihr seht mich jetzt nicht. Also, wenn der Breath of Fire zuerst das Burrow trifft, dann ploppen die Peons daraus und sind quasi hinter dem Burrow, sodass der Breath of Fire noch weitergeht. Dann würden sie Damage nehmen. Mhm. Ist das so? Denke ich. Ist eine zeitliche Abfolge, würde ich sagen. Wenn sie aber vorne rausploppen, quasi wo der Breath of Fire schon war, dann nicht. Ist das denn beim Breath of Fire so, dass die nahen Ziele zuerst Schaden kriegen und dann die weiter entfernen? Da geht's ja jetzt um Zehntelsekunden wahrscheinlich, ne? Slash, was machst du mit deiner Hand da? Achso, willst du irgendwas vor? Achso, weißt du's? Slash hat uns Geodreieck rausgeholt und vermisst gerade. Ich weiß nicht, ob ich was sagen darf. Nichts, was ihm hilft, auf jeden Fall. Weißt du was? Die Frage wäre zu blöd, wenn sie kein Damage nehmen. Und das, dann hättest du auch keine große Diskussion damit drin veranstaltet. Ich sage, was sage ich denn jetzt? Das Gegenteil von dem, was ich zuerst gesagt habe. Nee, so machen wir das jetzt nicht mehr. Du musst schon einfach eine klare Antwort geben. Ja, ich überlege es hin und her. Also, ja. Das, was ich gestern dachte, jetzt das Gegenteil. Ja, sie nehmen Schaden, weil ansonsten wäre die Frage Quatsch. Okay, gut. Interessanter Ansatz. Also dein erster Impuls, dass du sagst, sie sind ja geschützt im Burrow, revidierst du und sagst, nein, die nehmen Damage. Jo. Gut. Da wird mich natürlich jetzt auch Slash interessieren, der natürlich schon viel Erfahrung hat mit Burrows und wen schützen sie wann wie. Was sagst du denn? Ich habe vor allem 20 Jahre Erfahrung mit Izzy. Ich kenne den Mann jetzt seit 20 Jahren und ich weiß, dass er immer die maximal hinterlistigste Scheiße auspackt. Immer. So. Deswegen glaube ich auch, dass das eine Frage ist, wo man im ersten Moment denkt, nein, natürlich nicht. Aber wenn Izzy sich stellt, dann ist es so, dass ja, sie kriegen Damage. Ja, Moment, aber wäre es nicht noch hinterlistiger, wenn er gerade die Frage dann stellt, die keine hinterlistige Antwort hat? Ja, aber so schlau ist er dann auch nicht. Das hätte ich genauso gesagt. Ich glaube, hätte ich nicht die Frage von Izzy letzte Woche schon gehabt, hätte ich relativ schnell gesagt nein. Weil ich aber weiß, dass er so ein tricky Motherfucker ist, sage ich jetzt ja. Gut, ihr sagt beide, ja, sie kriegen Schaden. Ich bin sehr gespannt, ob einer von euch beiden hier richtig liegt oder ob ihr beide komplett daneben liegt. Es ist die große Frage. Wir sehen hier die Antwort auf die Frage, kriegen sie Schaden, ja oder nein? Jede Woche begeistert über diesen Windows Media Player Abklatsch. Und sie kriegen Schaden, tatsächlich. Richtige Antwort. Verrückt. Von Jannis. Ein paar Anschlussfragen hier aufzulösen. Es ist tatsächlich egal, von wo der Breath of Fire kommt, ob sie links rausploppen, rechts rausploppen im Verhältnis zum Breath of Fire. Das Einzige, was zählt, ist, ob sie im Kegel des Breath of Fires wären. Also wenn sie durch das Rausploppen außerhalb des Kegels fallen würden, kriegen sie keinen Schaden. Aber die zeitliche Abfolge ist tatsächlich egal. Das ist ja verrückt. Wieso ist das wohl so? Das weiß ich auch nicht genau. Da muss man jetzt ganz tief in den Code graben. Ab
genau in welchem Punkt der Schaden berechnet wird, wie lange der Effekt von Breath of Fire bleibt und so weiter und so weiter. Das interessiert uns nicht weiter. Alles, was uns interessiert, ist, dass Jannis einen schönen Punkt gewonnen hat. Ja, Chat, wenn ihr wisst, wieso das so ist, da bin ich neugierig. Sie ist im Chat übrigens auch. Er schreibt direkt verdammt. Aber ich glaube, soweit ich mich erinnere, haben wir noch eine weitere Chance. Denn Eisi hat natürlich einige Fragen rausgehauen. Hat der nichts zu tun? Hat der den kompletten Dezember frei? Frage Nummer 2 kommt aber nicht von Eisi, sondern vom guten Max. Und der möchte wissen, wer hält ein Held Lightning Shield, wenn er eine Invo-Potion aktiviert? Ist das Maxecution? Das weiß ich nicht. Ich habe nur Max. Ich nehme immer nur das rein, was in den Mails steht. Und da steht immer nur Max. Ich glaube, das ist Max 87 von Sparta. Kann auch sein, ja. Es könnte auch Max Money Younghofer sein. You never know. Wir haben genug in der Community. Invo-Potion aktiviert. Nö. Das wäre ja Imba. Also Slash entsprechend dann nur, wenn es einen Nachtelf macht? Jetzt hör auf mit dieser Weinerei. Wir haben ihm das gerade abtrainiert. Nein, behält er nicht. Ist dann weg. Okay. Überraschende Einigkeit. Auch Jan ist sehr solide heute. Ist das schon der zweite Punkt? Naja. Die erste Frage war so semi-solide, aber gut hergeleitet, würde ich sagen. Wir schauen mal rein in die Antwort von Max und sehen hier den Lightning Shield. Und er verschwindet durch die Invo-Potion. Schön, gut gemacht. 2 Punkte für Jannis. Sag mal, du ballerst hier locker durch. Locker easy. Du ballerst hier locker. Aber jetzt kommt wahrscheinlich eine Frage, die ich nicht wissen kann. Ach, Quatsch. Jetzt kommt eine Frage, die beschäftigt sich interessanterweise mit einer sehr neuen Mechanik. Warcraft 3, altes Spiel. Aber hier und da werden dann doch wieder neue Mechaniken hinzugefügt. Kannst du uns mal erklären, wie das funktioniert mit der Dark Ranger, dem Black Arrow und dem Drain Life? Und also, Life Drain ist quasi wie ein Black Arrow, wenn das auf einem Ziel ist und die Unit stirbt, kommt dann ein Skelett raus. Okay, gut. Das war nicht immer so, ist aber mittlerweile so. Gut. Aber es gibt eine Detailfrage, die hier interessant ist und die NWO Eisi stellt. Das ist nicht gut. Ich habe nichts gesehen, falls da jetzt irgendwas kam. Ah, alles gut. Denn der fragt, entsteht ein Skelett, wenn eine Einheit von einer Dark Ranger mit Life Drain getötet wird, die Black Arrow geskillt, aber nicht aktiviert hat? Ist das dumm. Das ist so dumm. Ich muss die Frage nochmal lesen. Das ist zu viel. Also zu wenig Dark Bilder, Ranger, zu viel Text. Dark Ranger benutzt Life Drain auf eine Einheit, tötet sie dadurch. Entsteht jetzt ein Skelett, wenn dieser Dark Ranger Black Arrow geskillt, aber nicht aktiviert hat? Black Arrow ist ja eine Fähigkeit, die man aktivieren kann und auch deaktivieren kann. Das habe ich noch nie hinterfragt. Tja, das dachte sich NWO Eisi wahrscheinlich. Eine Mechanik, die so neu ist. NWO Eisi dachte sich einfach nur, wie kann ich die drei maximal abfacken? Das sagte der. Also ich glaube, ganz, ganz spielmechanikmäßig wird Life Drain abfragen, was für ein Level Black Arrow hat, aber nicht, ob es aktiviert ist. Okay. Weil ich glaube nicht, dass ein anderer Spell checken kann, ob ich glaube, ein Spell kann nicht checken, ob ein anderer Spell aktiv ist. Oder gibt es da Ausnahmen? Es ist ja nicht so wie Drunken Haze Breath of Fire, weil es einfach kein Orb. Und der Debuff ist auf der Unit und nicht auf dem Helden. Eisi, was denkst du dir dabei, uns hier so hart abzufacken mit solchen Fragen? Unfassbar. Ich glaube, jetzt gibt dem Jannis mal einen Tipp hier. Ich hatte dich mal ins Mikro so. Frage 3, du guckst da gerade zu. Chat schreibt gerade, aktiviert ist relativ, der Skill ist ja da. Nur um das nochmal ganz klar zu machen, was mit aktiviert gemeint ist. Der Spell wurde geskillt, aber man kann ihn ja mit Rechtsklick aktivieren, sodass er auf Auto
Attacks angewendet wird und man kann ihn deaktivieren. Das ist damit gemeint. Er ist natürlich in gewisser Weise aktiviert, dadurch, dass er geskillt ist, aber gemeint ist mit aktiviert der Rechtsklick, sodass der Spell dann so glitzert. Wir sehen es ja an diesen gelben Ecken. Man kann ihn dann nochmal ausschalten und abschalten. Das ist damit gemeint. Ich finde meine Herleitung sehr gut. Bin ich jetzt hier gerade gemutet? Nee. Nein. Ich habe den Eisi am Telefon hier. Wirklich? Ja. Oh. Hört man den? Eisi, sag mal was. Hallo. So. Man hört ihn quasi gar nicht. Ich höre ihn quasi gar nicht? Nee, aber ist sehr leise, ja. Liebe, schade. Nee, nicht so gut. Schade. Nicht so liebe Grüße. Ich sage ja. Na gut. Im Chat kommt die Rückfrage, wurde die Einheit vorher mit einem Black Arrow getroffen? Ja, nein. Also Eisi sagt gerade, du sollst einfach mal nachdenken. Da habe ich doch jetzt 5 Minuten lang. Gut. Nur das klar zu machen, die betroffene Einheit wurde ausschließlich durch Life Drain beschädigt, hat davor keinen Black Arrow im klassischen Sinne abbekommen. Ja. Ja. Was willst du noch von mir? Außer, okay, ich dachte, du denkst nach. Ich sehe dich ja nicht. Okay. Also, du sagst, ja, es entsteht ein Skelett, auch wenn Black Arrow nicht aktiviert wurde. Ja. Okay. Flash, hast du auch eine Meinung dazu? Ja, ich versuch's mal wieder mit der dreckigen Eisi-Logik, deswegen sage ich ja. Okay, du sagst auch, ja, es entsteht ein Skelett. Ja. Okay. Ich wäre verblüfft, aber bin ich nicht ganz drin in dieser Logik, aber gut, von mir aus. Alles klar. Kann Jannis nach etwas längerer Zeit, muss man dann doch sagen, mal wieder eine komplette Runde Jannis kann es für sich entscheiden. Kann er seine Familie stolz machen zu Weihnachten? Hat er was Positives zu erzählen am Weihnachtstisch? Kann er die Feiertage genießen mit dem Wissen, ja, ich kann es. Ich kann es einfach. Ich bin Jannis und ich kann es. Oder wird er hier, wie schon manches Mal, an der letzten dritten kniffligen Frage scheitern? Das sehen wir hier. Denn Jannis behauptet, dass ein Skelett entsteht, wenn eine Einheit mit Life Drain getötet würde, solange Black Arrow geskillt ist, unabhängig davon, ob er aktiviert oder nicht aktiviert ist. Und wir schauen rein, ob das stimmt. Wir sehen hier, die Fähigkeit wird deaktiviert, ist aus. Dieser Dealer. Und es entsteht ein Skelett! Da ist er doch! Juhu! Da ist der Sieg! Ich habe das ist der Doppelsieg! Das hat Sinn gemacht! Es hat alles Sinn gemacht! Was ich mir ausgedacht habe, stimmt! Nice! Juhu! Herzlichen Glückwunsch, Jannis! Alle 3 Punkte geholt heute bei Jannis! Jannis! Und er kann es! Ja! Und kriegt jetzt seinen Glühwein! Ja, oder? Dazu muss ich nochmal sagen, ich bin ja heute letzten Tag hier. Ja. Von daher muss mal gucken, ob ich dir das im nächsten Jahr verfrachten kann. Ansonsten kannst du es gerne nochmal abholen. Ja, ich kenne jemanden, der in der Nachbarschaft. Ich bin morgen in der Nachbarschaft. Kann ich das abholen? Aber morgen ist schlecht. Morgen ist Scrabble-Abend. Ich komme morgens. Gut. Wo ist mein Geschenk? Wo ist mein Geschenk? Gib mir ein Geschenk, Florentin. Ich habe gewonnen. Ich habe Jannis, einen Preis Geschenk verdient. Ist die Freude und die Anerkennung der Community, die dich gerade sehr lobt. Der Chat schreibt, Jannis, gut. Ja, das tun sie immer. In allem mittlerweile Leute, die mich bei Instagram nach Jannis Adresse fragen, um ihm Glühwein zu schicken, übrigens. Ich wollte es nur mal erwähnen. Eine Welle Glühwein schwappt durch Hamburg in Richtung Jannis. Ja, anscheinend ja nicht. Ja, wie gesagt, also ich sag mal so, ich würde dir den Glühwein ja gerne überreichen. Ich habe nur so ein bisschen verloren, wo der ist, leider okay. Genau, weil der hat jetzt mehrmals den Ort gewechselt und wie gesagt, wir haben durstige Praktikanten, von daher schwierig. Das kann man auch sonst alles nicht ertragen bei euch dann, ne? Okay, wo ist dann das Alternativgeschenk? Vielleicht kommt da noch was bei dir vorbei, Jannis. Ich schick dir jetzt als E-Mail ein Rezept, so wie du es selber machen kannst. Vielleicht damit dir schön warm wird, Jannis. Okay, eine Decke. Das ist halt mal die Augen offen beim Postmann. Okay, gut, da bin ich gut, gespannt.
Damit haben Janis und ich unser Sold geleistet. Slash, wie schaut's bei dir aus? Was kannst du heute noch bieten? Ich? Ich habe gecastet, ich hab auch alle drei Fragen richtig beantwortet. Muss ich ja nur mal Nachdem Janis sie richtig beantwortet? Ja, aber vorher gut. Darf ich ja nicht. Aber die Kategorie heißt auch, Slasher macht es genauso gut wie Janis jetzt. Genau, richtig. Ja. So heißt das nämlich jetzt. Bin jetzt umbenannt. Ja, Freunde, ich meine, wir haben noch eine halbe Stunde, ne? Kann man nicht in einer halben Stunde so eine schöne Jahresabschlussrunde Castlefight spielen? Ey, gerne. Lieben gerne, oder Mann. Lieben gerne. Mal, da ist man auch mal wieder zusammen, da wird sich nicht gegenseitig irgendwo reingeritten. Da sind wir ein Team. Das ist ein schöner Jahresabschluss. Wir haben diese Fun-Map kennengelernt durch Florentin Will. Wir haben sie lieben gelernt durch Florentin Will. Und wir haben sie dominieren gelernt, muss man auch mal sagen. Im letzten Mal. Da war aber Slash nicht dabei, ne? Ja. Aber ja, ich glaube, das ist ein guter Jahresabschluss, da einmal Castlefight zu spielen. Florentin hat alle Gehirnzellen, sind jetzt damit beschäftigt, dieses Spiel zu hosten. Das ist vollkommen okay. Nein, ist schon offen. Alles gut. Ach so. Gut. Ich bin flott heute, ich bin unterwegs. Cool. Ich bin flott. Ist das dann eine Binde, ne? Ja, oh. Genau. Aber das Tolle an Castlefight ist natürlich, dass wir es auch gegen euch spielen können. Gegen die Community, die uns auch fantastisch unterstützt hat dieses ganze Jahr. Als kleines Dankeschön machen wir ein Spiel auf. Und ich freue mich erstmal, du kannst erstmal schon mal rübergehen. Und ihr könnt ihm gerne joinen. Game Name ist natürlich ein rotnäsiges Tier, das wir gerne sehen. Zu Weihnachten könnt ihr gerne starten. Ist schon voll. Und ist schon voll. Wow. Wir sind schon voll. Schmorto war letztes Mal schon dabei, oder? Ja, kann gut sein. Für alle, die es nicht wissen, Castlefight ist ein Spiel, das spielen wir 3 gegen 3. Das heißt, wir sind zu dritt in einem Team, können uns also gut absprechen. Jan ist mittlerweile auch ein würde ich sagen, ein Naturtalent, unser Goldjunge, was das angeht. Und Slash hat beim letzten Mal auch schon delivered. Seid ihr bereit soweit? Jawohl, mein Lord. Gut. Starten wir schon mal rein. Wisst ihr schon, welches Volk ihr nehmt? Ich würde fast noch mal so anfangen, wie ich immer anfange erstmal. Du mit deinen Dämonen, ne? Du spielst oder? Immer diese Unholy, wie heißen die noch mal? Ja, die fand ich gut. Aber vielleicht lasse ich auch das Schicksal entscheiden. Ja, gut. Ich mache gar nichts. Kannst du gerne machen. Slash, hast du was im Sinn, was du spielst? Nö, aber meistens ist 11 immer. Okay. Natur war ganz cool letztes Mal. Da habe ich noch ein paar Tipps gekriegt. Ja, Natur mag ich auch immer ganz gern. Du bist auch ein Naturbursche, ne? Du gehst Skifahren übrigens. Ja, schön powdern. Ist das nicht irgendwie... Nee, aber dieses Jahr, ich war schon lange nicht mehr Skifahren. Ich war damals im Schulanheim und kam in die unterste Klasse, obwohl ich schon privat lange im Schullandheim Skifahren gemacht habe, deswegen. Ich spiele wieder an, denn. Ich hab random genommen. Ich nehme auch random. Und was habe ich hier? Natur. Okay, wir müssen natürlich schauen, dass wir nicht überrannt werden von Fliegern. Ne? Von daher, wie schaut's bei euch aus? Ich mache direkt Archer. Okay, was baust du vor? Archer ist gut, okay. Archer ist gut, dann würde ich mit dem Necromancer starten. Okay, dann baue ich ein bisschen Masse rein. Ja, vielleicht ein Bär. Vielleicht kannst du mit einem Bär starten? Nee, ich kann 2 Spinnen. Bär. Ah, nee. Lieber nicht, lass die Spinnen mal. Okay, Bär, dann brauche ich einen Bär. Okay, Bär, wenn du sagst Bär, dann okay. Ja, so, Bär, wir müssen uns wieder synchronisieren auf. Ihr müsst auf mich synchronisieren, ja, glaube ich. Also, falls ihr es nicht wissen, Castlefight ist ein tolles Spiel, vor allem auch für die Feiertage, weil es ist sehr entspannt. Warcraft ist immer super hektisch, Tower Rush hier und da, verschiedene Einheiten. In Castlefight macht man die meiste Zeit gar nichts. Man schaut einfach zu, wie seine Einheiten selbstständig kämpfen. Die laufen hier diesen Weg entgegen und Ziel ist es, das Castle des Gegners zu zerstören. Und dafür baut man einfach Gebäude, die automatisch Einheiten erzeugen. Da muss man gar nichts mehr machen. Korrekt. Okay, die Gegner haben schon mal keine Flieger, das ist gut, das ist der klassische Lame-Anfang, wenn man nur Flieger baut. Und sie haben schon mal eine Tankeinheit dabei, die kliefert. Das ist ziemlich böse. Wir haben es also mit Nager, Mensch und auch an Undead, Unholy, unheilig zu tun. Aber wir haben Janis auch Janis hat den Bär und der Bär ist fantastisch. Und ich weiß nicht gar nicht, ob du weißt, warum. Weil der macht nämlich Winterschlaf. Wenn der zu viel Schaden bekommen hat, dann zieht er sich zurück, schläft, regeneriert sich dadurch und kämpft dann weiter. Was darf, ist das denn? Er darf nur während des Schlafs nicht gestört werden. Jetzt schläft er und regeneriert
Aha. Und dann kämpft er gleich wieder weiter und heilt sich selber. Das ist ja was. Mega gut. Okay, das ist ganz schön stark. Rejuvenation. Ja, Reju kann nee, nicht ganz. Er muss dafür auch schlafen. Er muss auch was tun dafür. Aber ich könnte... Ja nicht geschenkt, so wie Rejuvenation. Ich könnte jetzt was bauen, was Rejuvenation hat. Ist das nicht dann doppelt so krass? Nee, das ist nicht Rejuvenation. Das ist einfach nur ein Winterschlaf. Nein. Einfach mal ein Nickerchen. Nein, aber Florentin, ich habe noch eine Unit, die Rejuvenation kann. Das heißt, ich könnte Rejuvenation auf diesen Bären gecastet kriegen. Ja. Und dann ist der noch stärker. Ich überlege jetzt gerade, was wir bauen, was der Gegner gerade macht. Die haben natürlich jetzt relativ guten Nahkampf und den Rifleman. Aber haben wir nicht besseren Nahkampf einfach? Ja, der Nager ist halt ganz gut, weil er halt cleave hat immer. Ne? Also je nach Position macht er halt auch an vielen Einheiten Schaden. Aber jetzt stirbt er gegen deinen Bär. Ja, ich würde auch gucken, dass du deinen Bär so schnell es geht upgradest. Okay. Also ich habe jetzt einen Doppelarcher. Oh, mein Upgrade hat nicht funktioniert. Dein Upgrade hat nicht funktioniert. Doppelarcher ist gut, aber ansonsten kannst du auch mal versuchen, ein Archer-Gebäude abzugraden. Das ist oft klüger, als wenn man dann einfach das nochmal baut. Aber unsere Bären machen gute Arbeit, das ist natürlich super. Solange ein anderer Bär die Front halten kann, kann der andere sich ausruhen und heilen, das ist natürlich super. Das freut uns natürlich. Das wirkt extremst lame, dieser Bär. Ja, wie gesagt, wenn man im Vorstoß ist, ist der super. Aber wenn man sich zurückzieht und der Gegner angreift, während er schläft, dann macht er gar nichts, weil dann nimmt er einfach nur Schaden und stirbt. I see. Gut, dann graden wir den gleich mal ab in der nächsten Runde. Ja. Stark, Janis, stark. Also Janis ist echt, ich weiß nicht, wie du es machst, aber du bist da echt ein Naturtalent. Ich habe natürlich einen tollen Lehrer. Ich überlege gerade, ob ich einen Vampir bauen soll, um deinem Bären auch noch die Lifelink-Aura zu geben. Oh, das wäre natürlich fein. Oh, Cleave, Alter, ist so böse. Oh, der hat Cleave und Crit, ey. Wenn der mit dem Cleave crittet, das ist echt super böse, der Naga-Geil. Okay, jetzt pushen die aber back. Ja, genau. Jetzt siehst du, dein Bär wird es natürlich montagmorgens vom Wecker überrascht und hat wenig Chancen. Oh, komm, gib mir einen Carrion Swarm, gib mir einen Carrion Swarm, gib mir einen Carrion Swarm. Gib mir bitte den Carrion Swarm, Kollege. Ach, jetzt haben die so einen Fanhound. Gut, dass sie natürlich Magic Damage haben, ist gut. Ich kann den nicht mehr upgraden. Jetzt kommt der abgegradete Bär. Sehr unglücklich für uns, dass wir hier gegen den High Ground kämpfen. Da sind die Archer von Slash natürlich nicht so gut. So, erstes Upgrade ist da. Stark. Stark. Jetzt gib mir einen Carrion Swarm. Gib mir den. Doch, gib mir doch bitte. Ja, da ist er doch zumindest einmal gewesen. Ja, okay. Gegner macht das nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob sich ein Staff lohnen würde für uns. Meinst du nicht? Weil die Übermacht nicht so stark ist. Ich glaube nicht. Die haben schon eine ordentliche Wurst. Die haben schon eine ordentliche Kampftruppe hier zusammengeraffelt. Ja, ein saftiger Carrion Swarm. Gib mir doch deinen scheiß fucking Carrion Swarm, bitte einmal. Nein, okay. Das ist manchmal schon sehr, sehr ärgerlich. Ist schon ein bisschen wütend wieder, ne? Ich boah, der hat mal 100 Damage. Ja, der ist krass. Er ist krass. Jetzt kriegt er gleich noch Reju drauf. Hoffentlich. Ich würde eigentlich gerne einen Vampir nehmen für die Aura, aber der ist halt echt auch schlecht gegen den Cleave-Angriff. Ja, ich kaufe mir einen Staff. So, wir kriegen jetzt noch einen Furburg dazu. Ja, Staff ist gut. Florentin, Staff, jetzt, gleich, jetzt. Ja, hab ich schon alles. Ah. Wo bist du denn? Ich bin der Akolyt. Ach, da ist er ja. Okay, das hilft natürlich jetzt gut, sehr gut. Ja, aber dein Bär ist halt schon krass. Bär ist krass. Schamane, da gibt's auch noch oben drauf. Bash. Alles. Crit, Bash, Healing. Ich glaube, da kann auch die Hydra draus werden, ne? Aus dem Naga Guardian. Das weiß ich doch nicht. Das musst du mir doch sagen. Oh, und der Rifleman ist auch böse. Oh, jetzt hier. Frenzy. Haha, auch noch. Geil. Stark. Stark, wir haben eine gute Truppe. Wir haben eine richtig gute Truppe. Oh, und da kommt der Bäumling. Oh, da kommt wieder der Terrorbaum. Wir kennen ihn ja schon. Der Terrorbaum? Was ist das? Ja, den wir sonst immer gebaut haben. Ah. Der große, dicke Baum. Was machen wir dagegen? Ja, Air-Einheiten sind da gut. Ich hab kein Air. Ja, ich werd mal gucken, dass ich einen Frostwürmbaum langfristig, aber der ist halt teuer. Langfristig brauchen wir nicht was kurzfristig. Ja, aber es gibt. Ich weiß nicht, ob wir Flugeinheiten haben, die kurzfristig funktionieren.
jetzt hier City of Magic. Ich kann Hexen. Geil. Sehr schön. Ja, das ist super gut. Das hat letztes Mal uns übelst. Ja, das haut richtig rein. Aber ich kann nicht auswählen, gegen wen? Nee, nee, der hext automatisch. Der hext automatisch. Zack. Hex. Ja. Ich habe auch Caging ausgemacht. Normalerweise kann man da auch was dagegen machen, aber nicht so, wie es eingestellt hat. Nee, ich dachte mir, das ist für euch Anfänger jetzt nochmal ein bisschen fortgeschritten. Mit dem Caging. Das ist auch ein bisschen mehr merkwürdig. Ja, vollkommen recht. Aber wir haben eine gute Truppe, vor allem dein Furbolg kann jetzt auch heilen. Geil. Auf geht's. Stark. Dann, lecker. Also jeder Spieler hat auch noch einen Nuke. Ja. Das heißt, man kann einmal alle Einheiten mehr oder weniger auf dem Bildschirm zerstören. Ja. Und den hat jeder Spieler aber nur einmal. Ihr seht es rechts oben. Beide Seiten, Ost und West, haben es gerade noch jeweils dreimal. Also noch nichts verwendet. Dieser Bär. Würde ich gegen den Bär spielen, ich wäre ja sowas von sauer. Ja, der ist krass. Ja, das sind halt so Einheiten, die halt super krass sind, wenn man auch schon gut funktioniert, also so Win-More-Einheiten. Mhm. Wenn man sich's eh schon leisten kann, zurück zu bewegen und zu heilen, dann ist natürlich super. Ja, sieht doch gut aus! Doppelmaster Archer, komm jetzt. Stark. Uiuiui. Richtig stark. Ich kann bald einen Keeper bauen. Also. Dann ist eh vorbei, ne? Aber ich glaube, ich riech so. Oh, die haben Siege-Units, die Bengel. Ja, und er hat auch einen Staff gekauft schon hier, das ist okay. Okay. Aber wir fahren aber ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen, ehrlich gesagt. Aber ist auch nicht wichtig. Ich glaub, müssen wir auch ein bisschen Zeit. Müssen wir auch nicht. So, gib mir jetzt nochmal einen Carrion Swarm, wenn es geht. Come on. Mighty Necromancer, gib mir deinen Carrion Swarm. Ah, shit. Also richtig super wäre natürlich jetzt er. Ja, also ich habe, glaube ich, keine einzige Air-Unit. Ja, ich spare mal ein bisschen auf den Frostwurm. Den würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen zurückhalten. Oh, ich habe Dragons. Ich habe hier Emerald Dragon. Ja, du hast hier den Emerald. Ja, den grünen. Könnte auch was werden. Wir können uns entscheiden machen, zwischen... Aber noch nicht. Keeper of the Grove. Der ist legendary, ein Keeper. Oder Chimera oder Dragons. Keeper hat Chaos Damage, das ist auch gut. Ein Blade Master machen. Auf geht's. Keeper Blade Master, was soll da schief gehen? Ja, weiß ich nicht. Gegen seinen Cleave, gegen die Naga Cleave sind mehr Nahkämpfe vielleicht gar nicht so gut, aber mal schauen. Aber ich habe Spell Resistance mit dem Blade Master. Ja, schon. Also wollen Blade Master oder Dragonhawk Rider? Ich überlege halt, ob nicht Air besser ist. Aber mach du mal vielleicht mal Blade Master, weil es wäre jetzt schlecht, wenn die zu schnell auf Anti-Air gehen. Ja gut, die haben schon einen Greifen im Start. Die sind ja nicht dumm und schauen wahrscheinlich im Stream. aber ist okay. Ist ja auch naheliegend, das zu countern, was man selber gerade baut. Sollen sie mal schauen. Ah, oh, diese Royal Guards sind brutal, ey. Die sind doch gleich weg. Metzeln da echt durch. Nee, so schnell sind die nicht weg, leider. Ja, Karen Snow ist noch gut, aber gut geschafft von Slash. Kein Problem. Nice. Guter Schieb. Gut gemacht, Slash. Blade Master oder Dragonhawks? Was wollen wir haben? Dann hau mal Dragonhawk raus. Dann kommt es auch bald. Aber vielleicht kannst du vielleicht noch ausmachen. Nee, aber die sind auch gut. Die sind auch gut gegen Air. Jetzt kommt der Ancient Keeper. Ja, wir haben doch super viel gegen Air. Da macht uns nichts was vor. Ja, die Mörser sind krass, aber ich glaube, die Mörser werden alle meiner City of Decay zum Opfer fallen. Die ja diesen konstanten Stream. Wie hat der meinen Bären übernommen? Wie ist das denn passiert? Ganz kurz bei mir im Chat, wenn eine Frage kam. B-Kot Ei, dann schau gerne den Stream von Janis. Da siehst du alle. Ist ja alles gut. Wurdest du wieder attackiert? Ja. Oh, das sind ganz schön viele, Florentin. Oh ja. Aber jetzt kommt mein Keeper. Der macht das alleine alles weg. Ich hab Vertrauen. Ja, weiß ich nicht. In meinen Hüter. Komm, Hüter! Hüte unser Castle. Ne? Hüte unser Castle. Hüt. Was ist denn das für ein. Ah, Trials. Okay, der ist ein bisschen nicht so stark, wie ich dachte, dass er stark wäre.
Ja, diese Royal Guards sind hart. Ah, gut, einer geschiebt jetzt. Es müsste halt nur ein. Come on! Mehr du sagst, du scheiß... auch rauskommen. Bist du der Erste, der hier da drauf ballert? Also. Kann ich machen, ja, so sieht's auch gerade. Strike. Okay, ich strike gleich, Achtung. Yo, das war gut. Shit, nicht gut. Ich dachte, das wäre gut. Ich dachte, das können wir. Ja, eigentlich nicht, weil man will natürlich nicht den Ersten einsetzen. Weil dann geht's jetzt mehr oder weniger immer so hin und her und der wäre als erstes Set hat Nachteile. Aber das ist okay. Blöde Schafblock! Und schaut, dass euer. Ist. Was ist B-Cod Eve, bei Yannis siehst du uns alle drei. Also da schau da gerne einfach, da siehst du uns alle drei. Back to Warcraft. Back to Warcraft einfach. Auf Twitch. So, jetzt haben wir hier. Doppel-R gleich. Nitrians. Oh, da ist der Dickbaum. Oh, Dickbaum. Fuck, okay, jetzt haben wir echt ein Problem. Der kam für die jetzt im perfekten Timing, weil genau nachdem wir den Nuke gesetzt haben und eigentlich pushen wollten, kommen die jetzt mit dem Baum richtig. Aber wir haben einiges an R. Unsere Drachen, glaube ich, sind jetzt echt gut und auch der Dragonhawk Rider war gut. Können wir die fusionieren? Vielleicht? Wie bei Yu-Gi-Oh? Nein. Enttäuschend. Nicht upgraden, ne? Oh, Achtung, einer von euch müsste vielleicht gleich nuken. Jo. Ja, wahrscheinlich, die haben auch... Ah, diese scheiß Mörser sind halt auch immer dabei, ne? Ach, fuck. Man sage mir wann, man sage mir... Ich kann... Weiß nicht, ob ich alles treffe. Schwierig. Man sage mir wann. Ja, mach das mal jetzt. Oh. Es kommt bald der zweite Baum, ne? Das wird jetzt schon haarig. Come on. You can do it, if you really want. Was haben die denn so stark gemacht, verdammt nochmal? Das Einzige, was uns retten könnte, ist, wenn wir jetzt wirklich die Ehrüberlegenheit kriegen. Okay, also und die da länger nicht drauf gut reagieren können. Okay. Vielleicht sollten wir uns mal so ein... Wenn wir viel Gold haben, German Base holen oder so. Aber das ist einfach zu viel, ne? Wir brauchen einfach... Ich weiß nicht, ob wir dafür genug Einheiten haben. Es ist ja nur gut, solange man viele Einheiten hat. Und der Baum ist jetzt wieder... Der Baum ist jetzt knackig gerade. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal durchkommen durch den Baum. Eieiei. Ich muss sagen, ich finde diesen Keeper, den ich als Legendary habe, wie ich derbe Scheiße. Ja. Ja, der kann manchmal stark sein, aber manchmal auch schlecht. Gefühlt macht er nix. Jetzt hat er hier zweimal diesen Ultrabaum. Jetzt hab ich hier zwei Bäume am Start, Alter. Jesus. Slash, jetzt bist du dran, ne? Mit Nuke? Ja. Nuke. Du bist gerne? Okay. Nice. Okay, jetzt müssen wir aber Wenn wir den jetzt nicht zurückdrücken, haben wir ein Riesenproblem. Ja, oder dann sind wir weg. Aber ist ja ein Best of Three, ne? Ja, sowieso. Aber ich kann gleich meine City of Decay bauen. Dann kriegen die alle Schaden pro Sekunde und das ist gerade gegen die Mörser und so ganz gut. Okay. Wir müssen jetzt halt einfach nur noch ein bisschen überleben, wenn es geht. Ein bisschen. Wirklich kleines, nur noch ein bisschen. Kleines, Bierchen. Da kommt der nächste Baum, leider. Ah, auch der Mörser. Der Baum ist so brutal einfach. Hier ist God of Protection. Oh nein! Das war's, Freunde. Shit, das war's. Fuck. Ah, okay. Das müssen wir ändern. Neuer Gameplan. Florentin will. GR. Oh. Hier, GR auch, hier, Freunde. Good round. Was hab ich jetzt hier? Ja, good round. Ich hab mir mal nach Elfs geholt. Jetzt lass uns vielleicht mal ein bisschen mehr lame. Dann lass uns jetzt mal Flug bauen. Lass uns jetzt einfach mal lame. Die eine Runde holen. Okay. Dann bau du deinen Flugviech. Jo. Was ist Slash? Hat auch Ork? Ich hab Chaos. Ah, Chaos. Ja, vielleicht du mal irgendeinen Nahkämpfer. Irgendwie Nahkämpfer-Tank, sowas in der Ecke. Und schauen wir, dass wir synchronisieren. Ah, du musst auf mich synchronisieren, auf meinen Moonwell. Ich bin auf dich synchronisiert. Stark. Freunde, wir holen das Ding. Es ist ganz easy. Wie bei Florentins Best of Three. Waren Reinkomma, easy going, kein Problem. Nee, so muss es sein. So muss du hast völlig recht. Sein. Du hast völlig recht. Wasser. So, Druid, Huntress, Assassin, Glaive Throw.
Guck mal, da ist dein Flieger. Warum sind die nicht synchronisiert? Ja, gut, das wird schon. Jetzt müssen wir gucken, wenn die jetzt unseren Cheese countern, haben wir ein Problem. Ist mein Waypoint einfach Alter, direkt. Buhn wir drauf machen, ne? Zum Synchronisieren. Ja, genau. Das ist ja, aber gegen den Rifleman ist jetzt Slash Chaos Warrior gut. Ah. Guck mal, der macht ja auch quasi nix. Sieht schon nicht schlecht. Ich kann meinen nicht upgraden. Soll ich dann einfach mehr davon bauen? Durch das Synchronisieren werden im Endeffekt weniger Einheiten produziert, verstehe ich da was falsch. Das stimmt schon, aber es ist dafür wichtiger, dass sie gleichzeitig kämpfen. Hm. Direkt auch mit R. Countern uns schon ziemlich hart. Ja, wird schon. Dein Chaos Warrior muss jetzt viel leisten, Slash. Ja, aber wird schon. Sobald mal ein paar Fairy Dragons leben, die noch heilen können, ist das schon ganz gut. Das ist schon ganz gut. Nice. Oh, der hat auch Cleave, dein Chaos Warrior. Nice. Oh, das sieht ja gut aus. Stark Slash. Stark. Ganz stark. Ganz stark. Aber jetzt nicht zu viel auf R gehen, weil die countern natürlich jetzt R. Witty, danke für den Raid. Thank you for the Raid, mate. Oh, Chaos ist Level 2. Stark. Ganz stark. Ganz, ganz stark. Vielen, vielen Dank. Auf meiner Seite auch vielen Dank an Mara für den Raid. In diesem sehr verwirrenden und schwierig zu verstehenden Spiel. Aber gleich spielen wir WoW, das wird leichter. Nein, wir spielen gerade Castlefight. Zusammen mit Slash und Yannis. Und gegen drei Leute aus der Community. Sieht ganz gut aus. Castlefight ist sehr entspannt. Man muss nur seinen Einheiten zugucken, wie sie hier über die Map rollen und kämpfen. And afterwards, of course, we're gonna cast Silver Cup. Oh, da kommt der erste Nuke. Gut gemacht, Leute. Jetzt schon besser als im letzten Game, wo wir keinen Nuke geforst haben. Das war ein bisschen schwach, ne? Ich weiß aber nicht, wie es bei Night Elf hier weitergeht, um ganz ehrlich zu sein. Ach, Florentin, du bist doch ein Experte auf diesem Gebiet. Ich glaube, ich probiere. Was ist jetzt gut wiederum gegen. Gegen die Riflemen zum Beispiel. Gegen die Riflemen. Normal Damage. Ich habe auch schon was mit Normal Damage gebaut. Um Slash da ein bisschen zu unterstützen mit dem Chaos Champion. Ja, Normal habe ich nicht als Night Elf. So, das gibt's bei mir nicht. Bei mir gibt's nicht normal. So, wer will denn normal? So, bei mir gibt's Chaos Damage. Magic. Ja, jetzt haben sie uns. Jetzt haben sie uns. Ja, guck, da müssen wir doch jetzt einfach nur noch kontern. Ist doch easy. Ja, absolut. Ich habe nur gerade nicht so viel Gold. Hey, ich bin nicht so drin bei Night Elves. Ich nehm einfach mal diese Pillaging-Hut. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Sieht doch ganz okay aus. Absolut, absolut. Wir halten den Pressure aufrecht. Oh, mein Stream ist übrigens jetzt auch schon mal drauf. Haben wir ja gleich auch schön Silvercut. Hallo Slash, Leute. Nice. Wir stabilisieren uns sehr, sehr schön. Ja, gerade die Fairy Dragons mit ihrer Heilung sind halt krass. Ne? Wenn du ein paar davon hast, die am Leben bleiben und immer wieder alles hoch. Oh, sie bauen einen Turm. Sie bauen einen Turm. Der ist natürlich sehr, sehr stark, aber auch Kosten, die nicht in die Einheitenproduktion fließen. Ist für mich. Sie wahrscheinlich auch hoch. Ist für mich persönlich ein Zeichen der Schwäche. Ja, Janis, hast du vollkommen recht. Ach, danke, Leute, dass ihr mich so supportet. Oh, der kann kaputt gehen. Oh, das wäre katastrophal für sie, wenn der kaputt gehen würde. Come on! Aber unsere Einheiten greifen halt auch gerade verschiedene Ziele an. Das ist nicht ideal. Oh, zweiter Nuke und Turm, Leute. Das sieht richtig gut aus. Come on. Sieht richtig gut aus. Wir machen da auch hinten noch ein bisschen Damage und so. Das ist doch fein. Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, wenn wir ganz clever wären, könnten wir jetzt die Unit Production stoppen. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir so clever sind. Die Unit Production stoppen? Ja, weil jetzt, solange die einen Turm haben, werden wir wahrscheinlich nicht mehr durchkommen. Aber vielleicht ist es zu clever für uns, vielleicht sind wir noch nicht so clever. Es ist nur ein Gedankenspiel. Weil die haben jetzt den Turm und die haben den Staff, das heißt, wir werden alles verlieren, was wir in deren Richtung schicken. Und dadurch kriegen die halt immer Gold. Mhm. Aber es ist halt auch gefährlich, ne? Weil die dann irgendwann eine riesen Wurst kriegen und alles tot pushen. Dann müsste man ja auch micron, oder kann man das einfach mit einem Klick machen? Ja, müsste man schon auf drei Gebäude klicken und da
draufklicken. Also das ist schon intensiv. Das ist mir zu viel. Das ist schon krass. Das finde ich jetzt Quatsch, dass du sowas in der Weihnachtsfolge vorschlägst. Dass ja, ich mich jetzt hier noch anstrengen. Nee, das ist zu viel. Sorry, ich nehme es zurück. War ein Riesenfehler von mir. Yeah, yeah, guys. We will watch Warcraft afterwards. Just let me chill for a couple more minutes. Die Leute sind so demanding, ne? Das bin ich genug. Ja, die wissen, was sie wollen. Ja. Die wollen einerseits Flexibilität, aber sie wollen auch, dass sich ganz minutengenau auf an Pläne gehalten wird. Ja. Dabei sind wir noch also 5 Minuten vor der Zeit. Genau, no, wir haben noch 5 Minuten. Wir haben noch 5 Minuten. Oh, nee, Alter, dein Naga Neo Guardian ist ein Traum. Ist ein Traum, ja, ne? Dachte ich mir. Traum. Habe ich wieder in meinem Denkerstübchen, habe ich mir das zusammen. Ja, er hat jetzt so viele Rifle-People. Vor noch 30 Gold, dann knallt's. Noch 20. Nur 18. Was bedeutet das genau? Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Da gibt's Infernal eine Schnauze rein! Gibt's dann. Nice. Oh, 7 noch. Naga auch ab. Aber wie halten wir jetzt diesen Push auf, ist die Frage. Zur Not. Wir sind ja 2 Nukes vorne. Ist doch alles in Ordnung. So, jetzt kommt Infernal. Reicht hier noch ein Staff? Oder müssen wir... Ich weiß nicht, vielleicht reicht ein Staff tatsächlich. Ich habe kein Gold für so einen Quatsch. Ich glaube, wir müssen jetzt nuken. Florentin wieder der Erste, der nukt, ne? Ja. Repaired und auf geht's. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich habe genau genugt, bevor da ein Haufen Leute kamen. Ich dachte, ich hätte ein bedrohliches Geräusch gehört und das wäre das Inferno. Wo ist dein Inferno-Slash? Isis, es kommt! Die Höllenbestie! Guck, da ist doch. Dank. Alles in Ordnung, Florentin. Keine Top. Bange. Top. War ein bisschen Siege, auch immer schon, um gegen den Turm vielleicht was zu haben, wenn wir vorrücken soweit. Ah, oh, die Inferno ist ein Traum. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht irgendwie mit R gekontert werden oder so. Wir haben schon extrem viel... Der Inferno kann auch R angreifen. Aha. Na dann. Slash, da hast du jetzt wirklich was Leistung mit dem Inferno. Richtig gut. Der kriegt auch Schaden, ja stimmt. R kriegt auch Schaden von dem Globe of Fire. Blade Master kann hier nichts reißen. Staff war immer cool, wenn man direkt am Anfang richtig viel davon gekauft hat, schreibt Schimpanse. Ja, das Problem ist, das fließt natürlich nicht in den Einheitenproduktion. Das heißt, du bist ja defensiv sehr stark, aber offensiv halt nicht. Weil dein Worker mit dem Staff halt nicht in die gegnerische Seite kann. Aber an sich ist das natürlich cool. So, ich hole mir dann den Starfall als Legendary. Dann kriegen die Starfall, wie man es natürlich von der Bottom kennt. Den Starfall, den mögen wir. Sicher. Okay, aber ich würde sagen, wir haben eine ordentliche Streitmacht, die vielleicht sogar gegen den Turm ankommt. Auf geht's! Ah, Red Dragon. Nice! Red Dragon kommt da noch. So, und da ist mein Glaivethrower, der aber nicht auf den Turm schießt. Das ist ärgerlich. Schieß auf den Turm, bitte. Jetzt könnte es klappen. Frage im Chat, wann kommt die Folge auf YouTube? Immer 24 Stunden nach Ausstrahlung, also morgen 17 Uhr. Ach ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne reinhauen. Wir lesen natürlich wie immer alles. Und beantworten, was wir wollen. Weil ich glaube, das geht hier in Runde 3, wenn ich das so... Aber der Glaivethrower, warum... Ja, easy. Nicht easy. Aber 2 Glaivethrower jetzt. Und das Infernal. Wir haben nochmal genuked, oder? Wir haben nochmal genuked. Das war der letzte. I'm your pusher. Was wünschst du dir zu Weihnachten, wird gefragt. Ich wünsche mir ein paar Platten und Socken und Boxershorts. Sehr guter Drache. Und Glühwein. Und Florentins Handynummer. Ja, das sieht gut aus. Ihr seht es auch rechts oben an der Economy, dass wir jetzt mehr Income haben. Dadurch, dass die halt natürlich Türme gebaut haben und den Staff und so. Das schlägt sich dann immer nieder in solchen Statistiken. Ja, das hat so eine Box. Und dass ich eine Box gebaut habe, das ist auch fein. Und ich auch. Ach, ihr habt Boxen gebaut? Ja, klar. Geil. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir jetzt das Momentum nochmal drehen? Ich hoffe, dass mein Starfall da was dazu beitragen kann. Das hoffen wir alle, Florentin.
Janis, wie hast du dich gestern auf deinem ersten Win in der Cup-Runde gefühlt? Ja, Luli, das fühlte sich sehr gut an, weil mein Gameplan genau so aufgegangen ist, wie ich dachte. Sehr defensiv gespielt, früher Tower, einfach dein Momentum auslaufen lassen und dann zuschlagen, wenn das Undead-Eisen am heißesten ist. Es war wunderbar. Ich konnte es gar nicht fassen gestern. Ich schaue da auf Twitch und da heißt es, Janis spielt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, ich fühlte mich gut gestern. Kommst du wieder zurück oder was? Ist das ein Comeback? Mal gucken. Kommen die jetzt hier eigentlich wieder zurück? Nee, ne? Ja, die haben jetzt auch schon ein paar gute Einheiten. Hier ein Paladin dabei, der kann resurrecten. Der ist der Resurrector. Ja, soll er doch. Aber wir haben halt noch zwei Nukes, ne? Da müssen die auch erstmal durchkommen. Und dann, glaube ich, können wir recht gut pushen, weil dann auch mein Starfall am Start ist. Irgendwann. Ich hätte verlangt, dass Neo sein Legendary bauen soll. Ja, das kostet sack viel. Ich weiß gar nicht, was für Legendary ist. Wo steht denn das? Achtung, lass uns jetzt mal kurz nicht den Moment verpassen, wo wir nuken, weil die haben einiges an Siege, nicht, dass die sofort unseren Cast wir hauen diese Höllenmaschine, die hauen wir gleich sofort weg. Wer nuke denn jetzt? Ich, oder? Janis? Okay. Aber ich lass die erstmal noch kommen. Ja, lass die ruhig. Kommt die nächste Runde. Ah, die sollen sich nicht verteilen. Kurz vor dem nächsten Infernal oder so wäre vielleicht ganz nett. Das Infernal. Das direkt. Das von uns. Damit das dann direkt rüberrennen kann. Und nimm den nächsten Paladin mit. So, jetzt glaube ich, ist gut. Jetzt ist ganz gut. Ah, jetzt leckt alles! Stark. Gutes Zeichen für eine gute Entscheidung, wenn alles leckt. Das ist in der Regel gut. Schön, man. Perfektes Timing. Perfektes Timing. So, und das müssen jetzt erstmal aufhalten, weil sie haben keine News mehr. So, und jetzt habe ich nämlich gleich genug Gold für mein Legendary. Welches Legendary baue ich denn? Den Tidal Guardian oder den anderen? Ich habe kein Holz dafür. Nee, ich brauche noch mehr. Ja, du hast auch so ein Gebäude, das ist eine große Welle, die ganze Straße entlang schießt. Das musst du aber auch in der Mitte links bauen. Das ist eigentlich ganz nett. Ach so. Okay, ja, damit das nicht so einen Winkel schießt. Extrem viel Holz. Oh, die haben ihr Stunt-Totem jetzt. Oh, das ist auch nochmal böse jetzt. Oh, fuck, vielleicht kommen die nochmal zurück. Nee, naja. Komm, ich krieg jetzt hier mein Ultimate und dann ist da hier, machen wir hier Schluss gleich. Ja, auf geht's. Aber die dritte Runde spielen wir trotzdem noch, oder? Du, wenn ihr Zeit habt. Also meinetwegen können wir Silver Cup. Die erste Runde Silver Cup halt aus. Ja. Oh, jetzt haben sie einen Terrorbaum, aber wir haben dieses Mal gut was dagegen zu bieten. Holy shit, haben wir viele Gleben. Das sieht ordentlich aus. Warum leckt das so? Ja, weil das jetzt gerade der Stun war. Die Orks haben als Ultimate so ein Stun-Totem, wo alle gegnerischen Einheiten gestunt werden. Frage im Chat, Slash, wie stehst du zu bunten Socken, aka Happy Socks? Ich finde die echt ganz cool. Ich habe selber auch so ein paar so Nerd-Motive, aber ich habe hauptsächlich so Star Wars-Sachen. Aber so generell so Socken mit coolen, so ein bisschen nerdigen Motiven finde ich eigentlich ganz cool. Dachte ich mir. Happy Socks. Kennst du nicht, ne? Nee, sagt mir nichts. Ich glaube, du bist auch generell nicht so happy. Nee, überhaupt nicht. Das steht mir eher im Weg. Happiness steht dir im Weg? Ja. Sehr. Oh, dieser Stunt-Totem immer. Man merkt es einfach an dem harten Lag. Ja, sieht gar nicht so rosig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, Totem. Weil deren Baum in Kombination, das Totem ist halt krass, vor allem wenn man mehrere von dem Totem hat und die so synchronisiert, dass sie hintereinander kommen, dann ist halt deine gesamte Armee die Hälfte der Zeit gestunt und dann wird's richtig haarig, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass die so weit kommen, das wird schon. Das wird schon. Bau das Legendary. Ja, Mann, ich hab kein Holz, deswegen baue ich hier noch anderen Scheiß, damit ich Holz krieg. Du Witzfigur. Oder gibt's hier irgendwie einen anderen Weg, Holz zu kriegen? Du bist Starfall. Nee. Du hast das schon recht. Ich mach das nämlich richtig. Das läuft schon. Ich hab Vulkan und Triple Infernal Ding hier. Sehr gut. Wir gewinnen. Holen das doch easy. Our warriors have engaged the enemy. Ich glaube, ein paar Fairy Dragons sind gar nicht so schlecht im Late Game. Wenn man da noch ein bisschen heilen kann. So, jetzt. Ja, wir haben nicht so eine richtig krasse Tankline, ne? Das Infernal ist so das Einzige, was wirklich tankt.
vielleicht hast drei. Du nicht auch ein MG? Ich? Ich? Nee, ich weiß gar nicht. Muss ich schon? Das hat Nature. Nature, glaube ich, hat ein MG. So. Jetzt habe ich gleich das, was ihr alle wollt. Ich brauche noch Holz hier. Dennis, hast du schon mal eine Shakti-Matte getestet? Was zur Hölle ist das? Ja, du bist ja der Schlafexperte, ne? Du hast ja auch diese ganz schwere Decke. Ja, die ist scheiße. Okay. Das war, ich glaube, das schlechteste Investment in den letzten 15 Jahren. Das tut weh. Das tat richtig weh. So, Florentin, kannst du mir kurz eine Anleitung geben? Wo muss ich diese Tidal Wave hinbauen? Hier, da wo ich jetzt stehe. Da in diesem kleinen Feld ganz links, damit die einmal rüberrollt nach rechts. Also ganz nach links auch? Ja, ja. Da, okay, da, ja. Wenn das jetzt falsch war, ne? Oh, here we go! Tschüss, Freunde! Tidal Wave, geiler Song auch von Taking Back Sunday. Kann ich mir empfehlen. Nice, das gefällt mir. Einiges ab hier in der Mitte. Das ist natürlich Tidal Wave und Starfall. Lecker, sag ich mal. Nice. Da kommt sie doch angerast. Ja, was könnte man noch gut als Team bauen? Sie heilt vielleicht. Let's go! Junge, macht das viel Schaden. Ja, Vulkan kommt auch noch mit rein. So. Lass uns noch mal ein paar bisschen eher ballern. Okay. Und vielleicht noch ein Inferno oder so. Die gefallen mir ganz gut, ne? Die sind gut als Tank vorne drin. 4 Stück jetzt schon. Oh, denn Air ist ganz gut. Vielleicht sollten wir Anti-Air bauen. So generell. Mein Legendary kommt jetzt erstmal. Stark. Ganz stark. Ganz, ganz stark. Was ist denn Anti-Air von mir? Piercing wahrscheinlich, ne? Hellfist! Das kennst du auch von der Reeperbahn, Johannes, ne? Was kenn ich? Hellfist! So, ich hab mal die Tröte gekauft für Buff, damit alle Einheiten gebufft sind. Weil jetzt müssen wir echt zu Ende pushen, weil wenn wir jetzt nochmal zurückgedrängt werden, dann wird's echt unangenehm. Weil wir nicht so gute Air haben und der Baum und vor allem das Totem. Sobald das zweite Totem kommt, wird's richtig ätzend. Alter, disables randomly enemy building for 6 minutes. Also diese Decke, mir hat die absolut gar nichts gebracht. Sie ist einfach nur schwer und ich fühlte mich nicht geborgener oder sonst irgendwas. Es war einfach nur nervig, man kann sich nicht drehen, sie wird viel zu heiß. Alles an dieser Decke war schlecht. Waschen ist die Hölle. Oh, Junge, das feuert da rein. Meine Rasse hat kein Anti-Air so richtig. Das ist natürlich gut. Kann man nichts ausbauen hier, ey. Nee, ich auch nicht so richtig. Das scheint keine Late-Game-Unit zu sein, was ich hier habe. Lernarian Fountain. Brauche ich auch wieder Legendary. Ich überlege sonst noch mal so ein bisschen. Ich habe keine Flugeinheiten. Vielleicht dann doch noch ein paar Fairy Dragons. Ich weiß es nicht. Das könnte natürlich super nach hinten losgehen. Ich bin jetzt Red Dragons hier am Bauen fleißig. Junge, haben die viel eher. Okay. Ja, die kommen zurück. Ah! Ich sehe hier nichts mehr. Ja, die haben jetzt eher gerafft, glaube ich. Das ist ganz schön viel eher. Das Jan ist inzwischen Castle Fight Experte. Es sieht nicht so ganz danach aus. Ich weiß auch gar nicht, warum ich Night Elf genommen habe. Ich kenne mich nicht so gut mit denen aus. Da ist keiner. Ja, aber ich glaube, die Rangers sind ganz gut. Ja, guck mal, die werden wir doch ab jetzt hier. Our warriors have engaged the enemy. Ist dem so, Slash? Ja. Junge, wie mein PC das nicht rafft, wie das funktioniert. Ja, ich versuche jetzt ein weiteres
Starfeuer-Gebäude zu bauen mit einem Cheese, wo man ein zweites Legendary-Gebäude bauen kann. Hier meine Drachenarmee einfach. Raffe das nicht, raffe nicht so viel. Ich habe so viel Gold, holy shit. Kann ich damit noch irgendwas Cooles machen? Also wir halten uns echt lang dran. Ja locker, wir gewinnen das ja auch easy. Sit down with the enemy. Ich hab 8 Drachen-Dinger. Perfekt. Die Orb. Aber ist doch nur 30 Sekunden, oder nicht? Bei die Orb, sagen sie. Ja, für Double Damage. Ich hatte jetzt nie eine Gelegenheit, wo wir wirklich richtig viele Einheiten haben. Welcher Orb? Voodoo Kid. Schon. Which Orb? Double Damage Orb. Double Damage Orb wahrscheinlich. Oder Orb of Lightning? Orb of Lightning, sagen sie. Wirklich? Orb of Lightning is insane. Ah, weiß ich nicht. Der nächste sagt, Orb sucks. Sehr gut. Ja, Orb ist schon gut, aber Orb würde ich eher defensiv einschätzen, ich gesagt habe. Ah. Junge, das ist vielleicht die spannendste Runde Castle Fight, die wir jemals gesehen haben. Oder drei Vulkane. Jetzt geht's hier voran, jetzt geht's hier voran. Jetzt geht's hier richtig gut voran. Drei Vulkane am Start, 2 Boxen. Wo sind meine Ranger eigentlich? Hier sind die manchmal. Ah, jetzt kommt er mit seinem Staff hier rein. Schmorto, mit seinem einen Staff. Viel Erfolg. Man kann nie genug Vulkane haben. Also nee, das ist wirklich Regel Nummer 1. Ja, ich glaube, das haben wir. Das haben wir, oder? Das sieht ganz gut aus. Alter, wir machen die komplette Economy kaputt. Auf 4 Vulkane habe ich jetzt. Ach ja, ich glaube, das kann man irgendwo einstellen, dass Gebäude nicht beschädigt werden können, aber habe ich auch. Global Range auf dem Staff, kaputt. Lol. Kaputt, einfach kaputt. Okay, dann brauchen wir ja wohl die Entscheidung, was? Sieht gut aus. Okay. Ich nehme nochmal Undead jetzt, glaube ich. Ich mache wieder random. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es mit Air Lame? Erstmal gucken, was ihr habt. Ich hab dasselbe wieder, Naga wieder. Also lame ich wieder air first. Lamest du air first? Jo. Gut, dann gehe ich auf Tank. Silver Cup Finals after this one. This very round, everybody. In you don't have gold für Fairy Dragons. Warte kurz, jetzt ja, Fairy Dragons für. Ja, genau. Wart noch auf Fairy Dragons. Ja, okay. Super. Glaube ich, eine gute Runde. Stark. Was ist bei Jannis? Ich hab doch eher gesagt. Ja, aber dann mach doch auch. Hey, komm schon! Hä? Bist du deppert? Warum schreist du mich jetzt an, kurz vor Weihnachten? Wo denn? Da! Ach, ganz unten. Ihr baut das immer in unkonventionellen Orten. Da komme ich nicht klar mit. Da kommt der Gegner auch nicht mit klar. Das ist der Trick da dran. Ja, ich verstehe schon. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie sehr die Gegner anti-lame, anti-air gehen oder was sie machen. Es wird spannend. Es wird spannend! Der Flattermann geht voran. Oh, und gegen die Succubus. Oh, das ist. Oh nein, der Lightning Elementar. Oh, der ist gut, ne? Aber letztes Mal hast du gesagt, der ist gut und dann war der richtig scheiße. Ja, doch, der ist ultra gut. Ja, die. Voll. Florentin gibt schon wieder auf. Hört ihr das? Ja. Nö, da kann ja noch viel passieren, aber das ist immer. Vielleicht ist das auch nur konditioniert einfach auf dieses Donnergeräusch. Obwohl es gar nicht mehr so imbar ist, wie ich das in Erfahrung habe. Die Rifleman direkt rein, ey. 150 kostet der Star. Vielleicht müssen wir ihn direkt zücken. Ja, aber die Fairy Dragon ist schon gut. So, was ist jetzt klug dagegen? Masse-Spam? Pierce. Piercing, sagst du? Ja, das passt schon. Ich hab. Okay, dann brauche ich aber noch ein bisschen. Der mit seinen 100 Riflemen, ey, der macht auch jedes Spiel dasselbe. Aber Riflemen sind natürlich auch nicht schlecht. Riflemen sind natürlich auch nicht schlecht, weil die kann man halt gut anpassen. Ne? Die haben eine Entwicklung gegen Air und eine Entwicklung gegen Ground. Und dann kann man gut anpassen, je nachdem, was der Gegner macht. Das ist natürlich schon praktisch. Es läuft doch. So, und ich habe doch wieder meinen komischen Guardian. Da muss ich nur hinkommen, es dauert noch 100 Gold. Und dann ist hier Ende Gelände. Elementar, wie der immer alles gleichzeitig angreift. Ist doch weg jetzt. Aber der nächste kommt bestimmt. Darf ich nicht mal mich ein bisschen erregen? Ah, jetzt muss ich. Kannst du. Ich möchte das nicht. Vielleicht werden wir deswegen gebannt. Wenn du
wenn du dich zu öffentlich wirksam erregst. Stirb doch endlich! Macht er also. Doch. Jetzt pushen die ein bisschen vorwärts, wir farmen die gut ab und gleich kommt hier der Rebound, wie man so schön sagt. Sehr gut. Nee, ihr seid da abgebrühter als ich. Und komm, jetzt kommt so ein Wasserelementar hinterher. Guck mal, der gradet seinen Lightning Elementar nicht ab. Nee, das perfekt gecountert haben. Ich habe auch in der VOD-Sektion von Back to Warcraft gelesen, dass man die eher spammt, statt abzugraden. Man upgradet die anscheinend nicht. Die Lightning Elementar? Ja. Ah, das kann sein, ja. Aber das hat jetzt hoffentlich nicht. Oh, der muss sterben, leider. Der muss jetzt echt sterben, der Lightning Elementar. Das ist aber ein Problem. Ah, das wird haarig. Das sind jetzt zwei. Erster Noob muss gleich kommen, oder? Muss er kommen? Weiß ich nicht. Vielleicht muss man da echt vorsichtiger sein und da direkt schon einen Staff nehmen gegen den Lightning Elementar, damit der rausgeht. Weil so wird das nichts. Ich habe jetzt auch kein Gold für einen Staff. Ich befürchte, es ist auch schon zu spät. Slashy mit den Night Elves, okay. Ungewohnte Kombination. Ich glaube, du musst mal hier so einen Nook machen. Ja. So, wer will? Sieht fast so aus. Komm, ich nehme den einen Wasserelementar noch mit. Und Rebound, na ja. Freunde. Naja. Pierce. Oh, die sind schon am Schiepen. Das ist natürlich was? Richtig doof. Schon das ist böse. Aber theoretisch sollten wir doch gleich ein bisschen Pulver haben. Um das zu kontern. Dauert nur eine Weile. Aber gut, kriegen wir alles hin. So, wir haben jetzt deine Abo. Wir haben meinen Guardian. Das sollte das Ding ja wohl locker zurückschieben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kam denn der Schuss her? Ja, easy. Kein Problem. Kein Problem. Der Bouncing-Schuss, das ist meiner. Ich habe so eine Glebe. Stark. Guck. Wir kloppen die jetzt nämlich richtig auseinander. Und müssen uns überlegen, was die jetzt machen. Ja, mein langfristiges Ziel ist wieder die City of Decay. Ne? Also alle kriegen konstant Schaden, das glaube ich ganz stark ist. So, gegen das Schieben kann ich ja Masse bauen, weil dann ist ja die Chance größer, dass was Kleines geschiebt wird und nichts Großes. Korrekt? Habe ich das mit Mathe richtig? Das Mathe-Studium hat doch was Früchte getragen. Ich tatsächlich ein paar Kurse habe ich da gerockt. Wirklich in der Uni? Ja. Krass. Dieser Unglaube, dass ich irgendwas jetzt, mal mit Bildung gemacht habe. So künstlerisch irgendwie eher eingeschätzt. Irgendwie sowas in der Richtung, dass du da mal in so einem Künstlerkollektiv irgendwie Aktionskunst gemacht hast, aber dass du in die Mathe-Richtung gehst, hätte ich bei dir nicht gedacht. Ja, Aktionskunst mache ich am Wochenende natürlich unabhängig davon. Als Janina. Okay, ja, zum Glück, der Vampir hat Pierce-Damage, der ist ganz gut gegen den Lightning-Elementar. Er muss halt nur mal andocken. Aber da kommt der Guardian! Da ist der Guardian! Der Guardian of the Galaxy. Richtig stark. Kann den gleich upgraden. Chat schreibt, das ist schon lost, aber er weiß nicht, dass uns das antreibt. Das macht uns nur Man sollte auch nicht immer so unbändig auf den Chat hören. Das ist nicht gut. Nee, gar nicht. Das ist doch mittlerweile eine ordentliche Streitmacht, die wir hier angefertigt haben. Es ist eine Wurst in the making. Guck mal, und dein Guardian hat jetzt sogar auch Lifesteal durch den Vampir. Sehr schön. Mein lebt Guardian ein bisschen länger, aber dieser scheiß Elementar, wenn der immer so lange lebt, ey, der macht so viel Damage. Ja, das war schon wieder. Unsere stolze Streitmacht wurde schon wieder dem Erdboden gleich Wir gemacht. Machen das schon, Minion. Our warriors have engaged the enemy. Ja, die Heavy Gunner sind natürlich krass gegen Ground, aber der hat auch schon Marksman, also der hat schon auch gegen Air. Die kloppen wir komplett auseinander. Da kommt der Vampir-Lord hier, Junge. Aha, klar. Junge.
Silver Cup läuft seit 20 Minuten. Ja, Early Rounds, Alter. Braucht kein Mensch. Ist ja letzte Runde. Last Round of this, everybody. Last Round. Ja, doch, ich bin überzeugt von der Strategie. So, das mit dem Sheep, das können die nämlich gehackt legen sich, weil wir haben viel zu viel. Ja, viel Kram. Das lässt auch hier mit seinem Royal Assassin, der immer wieder einzelne Einheiten raus. Alter, wie viel Misk ist da? Scheiß Water Elementals. Was machen wir gegen die Water Elementals? Die scheinen mir stark. Nö, das passt schon. Okay. Wir müssen jetzt nur gucken, wie und ob wir auf R gehen. Ich hab nicht so die geilste R, muss ich sagen. Ich überleg mal, ob vielleicht ein Frostwurm es sich lohnen würde. Was haben die denn starkes, großartig? Ja, die Riflemen sind schon böse, die da auch immer so viel, die halt gut sind, die machen halt eh Schaden. Wenn wir so viel Ground sind, wird da wahrscheinlich auch bald ein Mörser kommen und dann sind die halt geil, wenn viel Ground ist und die da einfach reinballern. Deswegen überlege ich ein R, aber lass uns mal gucken, wie gut der eine R funktioniert. Ah, das sieht doch jetzt schon wieder gut aus. Das müssen die erstmal löschen. Nice. Schau mal, guck mal, wir sind schon wieder ausgeglichen. Das war aber ein starker, ausgeglichen. Haben sie gut gemacht. Krieg ich eigentlich Holz auch fürs Upgraden oder nur für neue Sachen bauen? Ja, auch upgraden, soweit ich weiß. Okay. Ich glaube, immer wenn du Gold ausgibst für Einheiten. So, jetzt darf sich halt bei denen keine neue Wurst entwickeln. Das ist halt das Ding, ne? Wurst ist das Problem. Da muss Janis wieder mit dem Fleisch hier kommen. Was? Mit dem Fleischwolf. Was ich heute über Janis gelernt habe, hat Mathe studiert, hat einen Fleischwolf. Ja, was haben wir wieder über dich gelernt? Nichts. Plötzlich entsteht ein Mensch hinter dem Mikrofon. Wow. Als ob ich noch nichts vorher geteilt hätte, Mr. Secret. Von Florentin wissen wir nämlich nichts, außer dass er ein YouTube-Star ist. Netflix-Star ist. YouTube ist natürlich auch. Und Bademantel durch den Wald rennt. Ja, am Wochenende. Ja, da kommt jetzt dann doch eine ordentliche Wurstigkeit auf uns zu. Ja, ist doch okay. Boah, der Marksman gegen die... Yeah, holy crap. Ja, er ist ein bisschen das Problem. Und jetzt mein Frostwurm. Nehmen wir halt diese Leute auseinander. Ist doch okay. Und mein Frostwurm misst alles. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, das ist das Nervige an diesem Water Elemental. Das sackt ein bisschen. Das sind dann starke Tanks, ne? Der schiebt vielleicht noch hinten drauf. Aber ich glaube, es dreht sich gerade. Dein Naga Guardian ist halt einfach auch... Er ist sehr stark. Und die Avatar of Vengeance, Royal Assassin von Slash sind auch echt gut. Wenn die halt lange leben, ne? Es gibt so Einheiten, das sind eher so Glaskanonen, wenn die lange leben, viel Schaden machen, dann sind die echt gut, aber wenn nicht, dann gehen sie auch sofort drauf. Aber die haben ja viel Ground eigentlich, ne? Eigentlich ja nur. Yep. Ich habe was Starkes gegen Ground. Glaube ich. Das ist so ein Spell. Spann uns nicht auf die Folter. Spellpyramide, aber ich brauche ein bisschen mehr Gold dafür. Das ist quasi Earthquake. Jetzt kommen sie mit dem scheiß Drachen an, ey. Wo ich das sagen. Und mit Griffins. Ja, herzlich. Ja. Okay, das wird ein bisschen ruppig vielleicht. Tidal Wave wird gut. Ja, aber da ist ja noch ewig hin bis Tidal Wave. Oh, aber wie die... Also die R, die haben wir einfach mal deleted. Spar drauf? Boah, wirklich, der Marksman, Freunde? Ist so brutal, ey. Letztes Mal wurde mir gesagt, ich soll nicht sparen so lange. Ist halt immer... Ist immer die Frage. Wie viel kann man sich leisten? Wie gierig ist man? Da gibt es natürlich keine klare Antwort. Aber das macht natürlich einen guten Castlefight-Spieler aus. Er weiß immer genau, wie die Dynamik... Castlefight, das Interessante ist ja, dass die Aktionen, die man macht, selten sofort einen Einfluss haben, sondern langfristig. Man muss immer gucken, welche Entwicklung hat der Gegner gerade langfristig, welche Entwicklung hat man selber gerade langfristig. Hier wird gesagt, ich bin inactive. Was ist das denn? Ich bin nicht inactive. Ich bin da, ich spare nur. Das ist aktives Sparen, das ist auch eine Entscheidung. Okay, wir haben ja eh keinen... Ich kann ja sparen jetzt, ne? Weil wir sind ja... Also, es passiert ja nichts. Wir müssen uns ja keine Sorgen machen um nichts. Ich bin...
250. Das sieht ganz okay aus, auch wenn dir jetzt einige Lightning-Elemente wieder kommen. Ja, easy. So, jetzt was, kommt wo kommt der denn her? Okay, hier. Oh, Freunde, wir haben es gleich. Ich habe auch diesmal das Holz früh. Oh, wie die das wieder drehen, ey. Nein, das sie drehen hier gar nichts. Ich habe 600 Gold. Wird nichts gedreht. Gleich haben wir es. Florentin, die Rettung kommt. Du brauchst dich nicht aufregen. Deine Tidal Wave, oder was? Ja, Mann. Stark. Die haut dann nämlich alles weg. 30 Gold. 25 Gold. 9 Gold. Ja, Baby. Tidal Guardian. Fickt euch alle. Sehr gut. Schüssi. Und der Starfall von Slash. Komm mal. Also was sollen die da noch dagegen machen? Aber man muss dazu sagen, die haben wirtschaftlichen Vorteil. Ne? Die haben, glaube ich, Boxen gelegt. Ja, ich habe auch gebankt wie ein Blöder. Nö, wenn wir da jetzt gut Erfolg erzielen und die zu einem Nuke zwingen, ist das ja alles in Ordnung. So, das ist ja dann waren sie vielleicht zu gierig einfach. Ne? So sieht's aus. Und diese Guardians sind nicht sehr gut. Und da kommt noch der Starfall von Slash obendrauf, Mensch. Off we go. Und jetzt sind natürlich die Schildkröten super, weil die haben Siege. Oh, aber die haben viele Drachen jetzt hier, die Red Dragons. Ja. Okay, was kann man dagegen machen? Magic brauchen wir eventuell. Haben wir irgendwas mit Magic Damage? Oh, da brauche ich doch mal noch mehr von meinen Drachen einfach. Oh, die sind schon bitter. Ah, sind ja, die ich Magic glaub, deine Tidal Wave trifft die, glaube ich, nicht. Ja, aber ja, dafür ja. Der Starfall von Slash, also das ist schon super. Kann ja auch nicht alles machen. Starfall, ich glaube, die Ranger von Slash sind auch gut. Also die Huntress Hall einmal upgegradet. Also da, wo die Einheit Huntress heißt, die einmal upgraden. Da so ein paar davon wären vielleicht auch nicht schlecht. Das wieder? Nee. Ja, tatsächlich, ich treffe die nicht. Ja. Ja, das ist bitter. Aber Starfall macht die ja fertig. Und dann kommt die Wave und clears den Rest. Ja, ist das alles in allem nicht schlecht. Es ist alles in allem gut. Alles in allem schon nicht schlecht. Oh, Doppel-Ranger kommen direkt. Ja, moin. Super. Jetzt kommen diese Kinder bei denen, Twin Smiley. Ich weiß gar nicht, wir hassen Kinder. Aber die sind auch hart, glaube ich. Die haben jetzt, glaube ich, nochmal gut aufgeräumt hier. Ich habe eine Box gebaut. Ich habe auch eine Box. Ja, eine Box wäre vielleicht mal sinnvoll. Sind die Elementare alle immun gegen meine City of Decay eigentlich? Das wäre natürlich ein Ding. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist mehr so, geht gegen alles. Das ist ja hart, dass ein komplettes Volk immun ist gegen die. Aber hier Twin Smiley ist schon echt hart. Der haut einiges raus. Mit 15 Armor. Amour. Amour. L'amour. Ja, mal so eine Drum and Bass wäre natürlich auch mal jetzt eine Anschaffung. Oh ja. Aber wir haben ja viel Spell Damage, oder? Bringt es da so viel? Ja. Weil ist ja Tidal Wave und Starfall, ist ja beides keine Unit. Stimmt, ja. Nur Maxen immune? Okay, krass. Ich glaube, ich kaufe mal die Drum and Bassline Generator. Okay. The Generator. Auch guter Song von Bad Religion. Was ist dein Lieblingssong? Welchen Song magst du überhaupt nicht anders? Was ist der schlimmste Song 2021? Generator gibt es aber auch von Foo Fighters. Foo Fighters hasse ich. What? Mega gut. Ja, ich lame.
der schlimmste Song dieses Jahres. Weißt du, ich höre keine Popmusik. Aber war dieser Song von Pietro Lombardi mit dem FIFA im Refrain, war das dieses Jahr? Ja, gut, okay. Weiß das ich Ding, nicht. Das Ding ist einfach, schlimme Songs hört man ja auch nicht, ne? Ja, das stimmt. Aber war das dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Das, du, auch keine Ahnung, ey. Da bin ich. Was denn dein Lieblingssong, Florentin? Wir wissen da von dir gar nichts. Oh, das ist schwer. Ja. Ich mag gern so Regen auf dem Fenster. Das wurde mir tatsächlich mal in meiner Spotify-Playlist der Woche vorgeschlagen. Was würdest du sagen, Jan? Das ist objektiv der beste Song aller Zeiten. Objektiv der beste Song aller Zeiten? Ja. Nicht für dich, sondern objektiv so handwerklich und alles. Ich habe ja von der Handwerk keine Ahnung. Ich höre nur, was bockt. Ich glaube, lebt denn der alte Holzmichel noch? Ist da weit vorne. Okay. Und über so ein Dachung angekommen jetzt. Aber besser als Thüringer Klöße? Ich glaube, der Typ, der Thüringer Klöße gemacht hat, der ist so ein Plattenindustrie-Plant. Der hat das nicht selber geschrieben, glaube ich. Weiß ich. Ach, krass. Auch seine Anfänge nicht? Weil oft werden die dann natürlich nochmal aufgegriffen, so klar, ja, von den großen Bonzen, aber ja, auch die Anfänge kreidest du hier an? Glaube ich. Aber wir brauchen übrigens was gegen die Red Dragons. Die werden jetzt echt hart gerade. Helfen die Fairy Dragons da? Ja, nicht wirklich, nee. Vielleicht da die Ranger nochmal, aber wir haben echt keine gute Anti her, ne? Das ist schon echt ein Punkt. Oh, das sind viele. Aber wir haben noch zwei Nukes. Oh, das geht ja noch ein bisschen. Aber guck mal, die sind alle angeschlagen. Das passt schon. Die Wave, die machen wir gleich weg. Mit unserem AOE-Gedönse. Florentin, bevor du wieder in Depression verfällst, das kriegen wir hin. Ich überlege gerade, was für mich ein guter zweiter Ultimate wäre. Aber ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal die zweite Trommel, ne? Dann haben wir das schon mal hinter uns. Alter, ich glaube schon drei. Trommel? So, Boxen. Ach so, nee, Trommeln meine ich. Die alle buffen. Ja, diese Aura. Ja, diese ganze Rifleman, ne? Die bauen jetzt natürlich auch große Einheiten, auch gegen die City of Decay. Ja, und weißt du was? Und dann, ich klau die einfach, nämlich. Ich klau die einfach weg. Wie? Mit Mind Control. Ich habe Sirenen, Sirens, und dann klau ich denen die Units einfach. Zack, meine. Und das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Stark. Ja. Richtig stark, alles. Ja. Wenn die gute Sachen bauen, dann einfach klauen. Das ist die perfekte Kombination. Durch die City of Decay können die nichts Kleines bauen und alles Große wird übernommen. Das ist die perfekte Kombo. Guck mal, so greifen wir ineinander, Janis. So gefällt mir das. So gefällt mir das doch. Ich hab eine Box, gönn ich mir noch. Oh ja, Boxen kann man ja auch noch. Eine Box gönn ich mir, aber danach keine. Ich würde sagen, wir müssen jetzt echt pumpen. Wir müssen jetzt echt auf Entscheidungen hin, weil wir haben echt jetzt schon auch einen guten wirtschaftlichen Vorteil von fast 100. Ist das spannend, Freunde? Diese Red Dragons, ey, holy moly. Weg sind sie alle! Ja, echt, weg sind sie alle! Hat das Ding eigentlich ein Time Limit oder so? 35 Minuten, glaube ich. Ui, das wird vielleicht eng. Okay, wir haben Drum and Bass, wir haben einen Orb. Kann ich hier noch, wenn ich jetzt irgendwie Double Damage, das ist ja nur zeitlich begrenzt, ne? Das ist ja Quatsch vielleicht. Ich glaube, das sind die Ranger, die hier so hart reinballern, weil die ja alle, ich glaube, die haben so ein Multischuss-Ding. Die treffen alle Drachen gleichzeitig. Ja, wo sind denn eigentlich meine geklauten Units? Die müsste ich doch jetzt langsam mal irgendwo sehen. Oder nicht? Steppert? Holla, sind das viele Drachen. Hahaha!
Ey, das ist einfach so viel Kram, der passiert. Das ist mit Abstand ja unsere beste Castlefight-Runde. Ja, auf jeden Fall. Willst du noch eine Hydra bauen, Jannis? Eine Hydra? Ich glaube, das ist das letzte Upgrade von deinem Umglump-Ding. Ich weiß nicht genau, wie. Das ist dieses kleine Frettchen, das Fernkampfschaden macht. Das kleine Frettchen? Dieser kleine Hemoglob. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Sumpmolk? Vielleicht? Ja, Sumpmolk, genau. Den habe ich noch gar nicht gebaut, glaube ich. Genau, den baust du mal und ich glaube, das höchste Upgrade ist aber auch ein Legendary, ne? Also auch da die Frage. Ah, da brauche ich erstmal noch einen Käse. Oh, shit. Was denn? Das falsche Gebäude gebaut. Florentin will. Warte mal, Slash. Slash, ich habe dir jetzt einen Lightning Orb gegeben. Warum ist hier Blizzard auf unsere Gebäude? Den kannst du auf gegnerische Einheiten anwenden, dann machst du so ein Chain Lightning, aber nur wenn die recht nah sind. Ich habe aus Versehen das Item zweimal gekauft. Warum werden unsere Gebäude alle gerackt, Freunde? Ist das vernünftig? Nee, das ist ein Problem. Es ist ein Problem, ne? Wo ist überhaupt mein Bilder? Ach so. Ich brauche erstmal, wie kriege ich denn Holz, ohne dass ich hier alles vollbaue auch? Nee, das geht nicht. Da musst du vollbauen, ist Teil des Spiels. Wo ist jetzt schon wieder mein Bilder? Ich verliere ihn ständig. Slash, wir können jetzt den Orb einsetzen. Chain Lightning. Auf die Zwillinge vielleicht, die da vorne sind. Kleinen Kinder. Nice. Ja, ich habe jetzt noch meinen Ultimate Necromancer aktiviert. Ich weiß nicht, wie viel das noch bringt, weil jetzt ist eh... ein Kampf der Drachen gerade. Jesus, diese roten Drachen. Holy moly. Junge! Wow. Na, der ballert nur noch die. Da müssen wir einfach entgegenhalten. So, wir haben eine bessere Wirtschaft. Eine bessere Wirtschaft. Okay, du hast. Ich komm heute noch mit. Alter, Schluss. Die Wirtschaft und dann waschen. Ja, okay, alles klar. Die werden in the long run kriegen die richtig auf den Sack. Ich hab gleich das, was du gesagt hast, was ich bauen soll. Die Second, Hydra? Second Teil ist besser als Hydra, sag ich mal. Oh, ich wusste gar nicht, dass du zwei Teile bauen kannst. Aber ja, ich glaube. Also, du musst selber entscheiden, ob du Bock hast auf eine riesige geile Hydra oder noch so einen zweiten Teil. Teil, auf geht's! Alter, der Lich bringt ja gar nichts. Holy crap, aber mittlerweile fliegt auch einfach alles den Drachen zum Opfer. Smooth Ranger. Ja, schau mal, dass du dein Chain Lightning nochmal einsetzt, Slash, auf die Drachen. Wenn du in der Nähe bist. Wo ist mein Worker? Da. So, ich habe auch so ein Orb. Ja, wenn die nah sind, ich weiß nicht genau, was da die Reichweite ist. Ich glaube, so die halbe Map oder so. Ich glaube, Global so wurde. Also, mein Chef hat gesagt Global. Nee, Global ist es nicht, weil ich. Ganz auf die andere Seite kann man es nicht schießen. Keine Ahnung, ob ich es noch bauen soll. Wir müssen hier ein bisschen reparieren auch und so. Ich hab 2000 Gold, 6000 Holz, was sollst du tun? Du bist Night Elf, ne? Vielleicht noch eine zweite Starfall. Kauf dir den Käse. Kauf dir den Käse in unserer Castle. Dann kannst du ein zweites Legendary Gebäude bauen. Ah, nice. Stressig, Jannis, ne? Es ist stressig. Ja, die geht voll. Ihr müsst aufpassen, dass eure Gebäude nicht gekillt werden und dagegen reparieren. Ich glaube, ein Tidal wäre gar nicht so stark von uns jetzt, weil die halt voll auf R gehen einfach. Ich
glaube, dann ist es ziemlich gut. Ich hau mal ein Double Damage raus. Damit wir hier mal vorankommen ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Holz machen soll, um ganz ehrlich zu sein. Ich brauche so viel Holz, ne? Es nervt einfach. Na, da machen wir die Pit of Sacrifice, glaube ich. Death Pit. Death Pit, glaube ich, klingt ja erstmal ganz vernünftig. Death Pit klingt so, als würden wir damit gewinnen. Die tötet einfach eine gegnerische Einheit. Na, guck mal. Hab ich jetzt wieder nichts gebaut? Verdammte Scheiße. Da, Alter, der Starfall gegen die Dragons ist ja insane. Nice. So muss es sein. So muss es einfach sein. 6000 Holz, ey. So, machen wir die jetzt mal platt oder was? Ja, ich wäre dabei. Oh, die ganzen Starfalls hier. Super gut. Zwei Stück haben wir jetzt, ne, Slash? Ja. Sehr gut. Ich glaube, da kannst du gerne noch mehr ballern, ne? Da gibt's eigentlich keinen. Da gibt's nicht zu viel. Was das? Ja. Ja, die müssen wir jedes Mal so einen Käse kaufen, ne? Ja, ja. Ich glaube, wir haben auch keinen. Es gibt auch keinen Käse mehr. Okay. Aber da würde ich den jetzt erstmal für Slash reservieren. Also Käsekuchen für Slash. Oh, den habe ich gerade gekauft, sorry. Achso, okay. Für noch eine Title oder was? Nee, für jetzt die Hydra. Okay. Ja, ist halt die Frage, ne? Jetzt viel auf. Wir haben ja nicht so einen richtig guten Anti-Air. Weil ich Slash, wenn du Bock hast, Ranger vielleicht noch was, aber weiß ich nicht, ob die noch zu schnell sterben. Ich hab oder so jetzt schon. So, jetzt lass uns mal unsere Lightning Orbs einsetzen, bitte, auf die Drachen. Alter, wie viel Holz ich brauch. Das ist nervt. Wie viel Holz man braucht in diesem Spiel. Die Units blocken sich auch irgendwie. Kann man das verhindern? Ja, das ist halt der Vorteil von R, ne? Dass die sich halt nicht blocken. Hat der Orb of Light. Oh, die haben Inner Fire. Ich weiß nicht, ob wir Double Damage brauchen, um da nochmal durchzukommen. Aber der Starfall ist einfach krass, ne? Starfall ist einfach irgendwie. Ein Käse. Junge, da ist die längste Folge Castlefight, die ich jemals gesehen habe, mit Abstand. Ey, und es steht 1-1, also das ist echt. Es ist die spannendste Runde aller Zeiten, Freunde. Ich glaube, wir haben echt noch 5 Minuten. Ich weiß gar nicht, was ich eingestellt habe für den Timer, um ganz ehrlich zu sein. Ob ich da dran gedacht habe, einen Timer einzustellen oder nicht. Junge! Machen wir die kaputt. Oh, ein neuer Staffel kommt. Stark. Sehr gut. Oh, sie haben Uta. Nee, hier. Wie heißt der Arthas? Holy Warrior. Ich weiß nicht, ob es diese Death Pit wirklich lohnt, ey. Ach. Die haben immer mehr Einheiten. Wir haben jetzt Triple Starfall. Super. Alter, diese Flamestrikes hier in der Base, ne? Ja, das ist nervig. Kann man, glaube ich, auch einstellen, dass die keinen Schaden machen. Oh, wir haben noch 5 Minuten. Oha. Jetzt würde ich sagen, wir müssen jetzt mit Double Damage hier mal durchbrechen. Unglaublicher Tug of War, meine Freunde. Unglaublicher Tug of War. Boah. Ich weiß nicht, ob wir da jemals durchkommen, ehrlich gesagt. Hä, wir sind doch fast da. Ja, ich habe auch gerade Double Damage gezogen, aber die ist jetzt auf Cooldown und wir haben keine wirklichen Tools mehr, um wirklich durchzubrechen. So, viermal Starfall. Stark, 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 stark. Der Starfall räumt gut auf, da kann man nichts sagen. Ja, jetzt viermal. Ach ja, vor allem, die können jetzt halt auch einfach towern, ne?
um das Spiel nicht zu verlieren. Ja, also das kriegen wir schon noch hin. Ich glaube, da müssen wir uns mental auch auf den Unentschieden vorbereiten. Nein! Ich weiß, ob ihr dazu bereit seid. Nein! Es wird hier nur gewonnen! Der Chat sagt, hier wird gerade E-Sport-Geschichte geschrieben. Passt das alles hier? Flamestrikes nerven zwar, aber. So. Ich muss damit holen. Tu es. Slowly but steady, Freunde. Und damit holt. Oh, hätte ich auch. Geil. Oh, kann ich hier noch was beitragen? Jetzt werden wir aber schon ein bisschen zurückgedrängt, ne? Muss ich auch mal beurteilen. Aber alles, was auf dem Boden kreucht und fleucht, lohnt sich jetzt eigentlich nicht mehr, ne? 3 Minuten, liebe Freunde. Alter, die kommen nochmal. Ihr habt sehr gut Chain Lightnings einsetzen, ja. Oh Mann. Wieso sind die denn jetzt im Vorteil? Wir hatten die doch fast. Die kommen echt ran, ey. Okay, vielleicht müssen wir darauf hoffen, dass wir das Spiel nicht verlieren. Aber wir haben auch noch. Oh, wir haben beide noch 2 Nukes. Wir müssen eher hoffen, dass unsere Rechner stabil laufen. Das wird jetzt echt haarig. Aber ich glaube, ohne Stun ist das alles okay. Oh, Chandler, Starfall Nummer 5 kommt. Aber da müssen wir jetzt echt aufpassen, dass sie nicht zu nahe kommen, ne? Weil bei der Armee kann das dauert halt eine Sekunde, bis unser Castle stirbt. Ne? Yep. Deswegen lieber einen Nuke zu früh als zu spät einsetzen. Sollst du jetzt den Knaller zünden? Ist doch alles gespreadet, ne? Shit. 40 Sekunden. Dann ist unentschieden. Oh, fuck. Oh. Willst du nuken? Aber was denn? Oh, ja, schaut mal, nuken mal lieber. Ja, nuken mal lieber. Jetzt schaut auch, dass ihr eure Chain Lightnings möglichst einsetzt. Ja, locker. Ja, 8 Sekunden noch. Ich find's angemessen. Ich find's angemessen unentschieden, weil es war wirklich zwei sehr gleichwertige Teams. Das war ein sehr schönes Spiel, war das. Hä, wieso ist denn jetzt nicht vorbei? Ah, okay. Junge, die längste Creepjack-Folge aller Zeiten wahrscheinlich. Ja, echt. Mein Rechner brennt, weil zu ausgelastet. Und das war die Weihnachtsfolge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war die Weihnachtsfolge. Und yes, now Silver Cup coming up. Friends, we missed the first round. But everything else will be broadcast hier. Florentin, ich wünsche dir einen ganz tollen Rutsch. Wünsche ich euch auch. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Jahr in Creepjack. Wir haben viel erlebt, wir haben viel uns verändert, aber viel auch beibehalten. Von daher vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall einen Dank an die Zuschauer und natürlich an alle, die beigetragen haben. Vielen, vielen Dank an Slash, der so oft mit dabei war. Ja. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Schaut ganz viel Content. Ich glaube, über die Weihnachtszeit gibt es keinen Abbruch an fantastischen Warcraft 3 Content, sowohl bei Jannis, also Back to Warcraft, als auch bei Slash. Sehe ich das richtig? Ja, zwischen Weihnachten und Silvester machen wir ein kurzes Päuschen, aber eigentlich am 27. ist ja auch schon wieder Home Masters. Deswegen, also es geht eigentlich weiter, außer an den Tagen selber. Ja, und natürlich, hier, ihr seht das auf backtowarcraft.com, könnt ihr euch immer auf dem Laufenden halten über den fantastischen Content, der da konstant kommt. Von Jannis hier, guck mal, der castet hier die ganzen Tage durch. Ich ballert hier durch. Ich habe das nur eingetragen, weil ich nicht wusste, wer das sonst macht. Wir machen nur Pause am 24. oder am 25. und an Neujahr. Das sind unsere einzigen Off-Days, weil wir haben eine $60.000 China Team League und die wird geil und die spielen auch über Weihnachten und Neujahr. Von daher sind wir dann so gut es geht da.
Wird gut. Sehr schön. Und dann sehen wir uns hoffentlich frisch, neu und erholt im nächsten Jahr wieder. Dann geht's weiter. Liga 3. Für mich eine neue Erfahrung voller Herausforderungen. Für Slash natürlich der Abstieg. Muss natürlich gucken, wie es dann weiter aussieht. Wie er es jetzt noch reinbohrt. Dann werden wir uns da auf jeden Fall sehen. Aber vielleicht begegnen wir uns ja auch dann. Und dann können wir endlich das Rematch spielen zu dem Match dieses Jahres. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Schauen wir mal. Im Januar habe ich ja noch ein bisschen was vor. Je nachdem, wie kann es sein, dass ich dann meine Spiele alle so ein bisschen hinten verlegen muss oder so. Aber da kriegen wir schon hin, ja. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch, mit Creepcheck. Und ansonsten haut rein, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und wir sehen uns in 90 Sekunden, weil wir müssen hier Delay einstellen und so. Also bis gleich in English then.